ich dachte... Nee, alles gut jetzt. Hallo. Hallo. Hallo und hallo, herzlich hallo, willkommen. Hallo. Hallo zusammen. Die wichtigste Frage, könnt ihr uns sehen und hören? Menschen. Bei mir steht Menschen. Ich werte das als ja. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ich gucke jetzt gerade mal, kann ich auch deinen Chat? Ja, perfekt. Jetzt sehe ich dich, mich, meinen Chat und deinen Chat. Weißt ja du? Und ja, sehr schön. Wenn ich jetzt auch so ein cooles Design hätte wie du, ne? Aber ich so, okay, wir machen einfach beide Bilder nebeneinander. Ich bin Streamerin seit Jahren und ich habe immer noch nicht gerafft, wie es funktioniert. Ne? Ja, aber ich habe auch, also ich habe jetzt quasi meinen Hintergrund und dann habe ich uns einfach drauf geklatscht. Also das ist jetzt auch nicht so... Dankeschön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich uns extra ausgeschnitten habe oder so Kamera. Manche machen ja so runde Kameras. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie das geht. Boah, ich auch nicht, das triggert mich auch immer. Ich weiß nicht. Ja, voll. Overlays basteln kriege ich halt auch nicht hin. Manche so, oh ja, dann bastle ich da schnell ein Overlay und ich muss es immer so richtig mühsam dann ausschneiden, diese ja. Kamerateile. Ich habe einmal so ein Kamera-Overlay geholt, so in rund und da gab es eine Anleitung und trotz der Anleitung habe ich es nicht hinbekommen. Ja, das ist, Technikfragen niemals Moon-Mermaid-Fragen und offenbar auch nicht Ahoi-Babsi. Nee, lieber nicht. Also gerne so Bürotechnik-Fragen, weil die konnte ich auf Arbeit immer alle beantworten, weil es meistens war, hast du schon mal neu gestartet? No joke. Aber naja. Ja, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Ich weiß gar nicht, was wir hier... was machen? Wer bist du? Was machen wir? Hallo, mein Name ist Moon Mermaid, ich bin dick. Schöne Vorstellung, schöne ja. Vorstellung. Was Hallo, soll ich machen? Ich bin Ahoi Wapsi und ich bin auch dick. Warst du auch schon immer dick? Ja, schon, glaube ja. ich. So. Ja, also herzlich willkommen. Ich versuche mal... uns anzumoderieren. Wir reden heute über dicke Menschen und unsere Erfahrungen als dicke Menschen in der Öffentlichkeit. Das sind natürlich jetzt halt quasi vor allem unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse damit. Das kann sein, dass andere Leute das anders erleben. Genau, wir wollen auf das Thema aufmerksam machen, weil es da echt auch einige Sachen gibt in unserer Gesellschaft, die ein bisschen scheiße laufen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr für euch was mitnimmt, dass diejenigen von euch, die das vielleicht auch betrifft, sich vielleicht ein bisschen unterstützt fühlen oder verstanden fühlen und andere Leute vielleicht den Umgang mit anderen Menschen überdenken. Das wäre so supi. Und ja, jetzt schreiben alle in den Chat, hallo, ich bin so und so, ich bin auch dick. Oh. Süß. Ja. Süß. Ja, also und wenn wir uns Statistiken anschauen, die ich nicht im Kopf und nicht recherchiert habe, aber dann ist es ja quasi eher die Tendenz dazu, dass Menschen dicker werden. Ja, das wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass auch viele Dickmacher verkauft werden, ne? Mhm. Dass Fastfood einfach auch ein großes Thema ist. Und durch die ganze Ernährung und durch Dinge, die Menschen passieren, das passiert halt, ne? Und Leute, die dick werden, die werden ja aus Gründen dick, ne? Also vielleicht, weil sie eine Essstörung haben oder weil sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder weil sie einfach, ja, also allein schon, ich finde das so interessant, dass viele immer so Gründe dafür suchen, warum Leute dick werden. Also dann sitzt da immer jemand und bewertet das, ne? Und dann ist da ein Mensch und dann kommt da einer, ja, aber du bist ja dick, weil, ne? Mhm. Und dann denke ich mir immer, ey, pass mal auf, erstmal, ne? Hast du nicht darüber zu urteilen, warum ich dick bin? Und es ist auch total egal, warum ich dick bin. Du hast einfach gar nicht drüber zu reden. Und das ist ja schon mal das größte Problem. Denn ich habe ganz, ganz oft diese Gespräche im Kopf. Und ich war tatsächlich früher auch ein solcher Mensch. Ich habe immer gesagt, ja, die Leute, die sich immer dick fressen. Als Reaktion darauf, dass ich es unfair finde, dass ich Lipödem habe, eine Schilddrüsenunterfunktion, Nebennierenschwäche, Insulinresistenz, so, das sind halt alles so Dinge, die verhindern, dass ich abnehme, trotz einer sehr, sehr starken Essstörung, die ich auch habe. Sorry, Triggerthema, ne? Aber ja, und dann habe ich immer gesagt, ja, die Leute, die sich immer dick fressen, ja, aber irgendwann ist mir klar geworden, man isst ja auch meistens, weil irgendwas nicht in Ordnung ist, ne? So. Ja, und das Ding ist, dass halt auch viele Falschannahmen kursieren, sage ich mal, über das Dicksein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt auch ein Bildungsthema, es ist ein Finanzthema.
weil gesunde Ernährung, ja, es geht günstig, aber da musst du auch erstmal quasi die Kraft haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil jetzt auch jemand Mental Health schreibt. Manche Leute haben halt auch nicht immer die Kraft, sich gesunde, frische Sachen zu kochen, aus verschiedensten Gründen. Und ich sage mal so, Schulsport oder die Schule allgemein trägt jetzt nicht dazu bei, dass man Freude an gesunder Ernährung oder an Sport hat. Zumindest in meiner Schulzeit war das nicht so. Und ich weiß nicht, alle, die jetzt so 90er-Jahre-Kinder sind oder in den 2000ern in die Schule gegangen sind, da war auch Bodyshaming so krass. Also da hat man sich schon, also da, wenn ihr euch damals die Cover von diesen Klatschzeitschriften anschaut, so Britney Spears und die Beach-Fotos oder Jessica Simpson. Jessica Simpson, Paradebeispiel, weil ich die schon als Kind extrem schön fand. Und die wurde immer so gebodyshamed, dass die dick sei, weil sie halt Titten und einen Hintern hatte. Und das ist halt so übel gewesen. Und natürlich macht es auch was mit dem Body-Image, weil man sich dann ganz viel mehr Stress macht. Und erstes Learning des Abends: Stresshormone verhindern das Abnehmen und den Fettabbau. Ja. Das heißt, Leute, die mehr Stress haben, nehmen auch weniger leicht ab oder haben eher einen gestörten Stoffwechsel. Und ich nehme an, dass das auch ein Grund ist, warum immer mehr Menschen dick werden. Weil auch immer mehr Menschen psychische Erkrankungen haben und es auch immer mehr gestresste Menschen gibt. Also, ich sehe einen Zusammenhang. Das wollt ihr vielleicht eine Triggerwarnung in den Titel nehmen? Ich brauche sowas nicht, aber vielleicht andere. Ich weiß nicht, vielleicht kann man eine Chatnachricht oder so anpinnen? Oder so? Ich kann es auch gerne in den Titel aufnehmen, aber... Ich schreibe einfach in Klammern TV. Ja... TB Body Shaming. Also wie gesagt, die Themen heute, Body Shaming und so weiter, auch Essstörungen und so. Also wenn ihr merkt, dass euch der Stream nicht gut tut, dann bitte fühlt euch nicht schlecht abzuschalten. Deswegen, genau. Nee, passt schon. Ich habe es in den Titel aufgenommen. Danke dir. So. Ich finde ganz krass, ich meine, wir wollen ja zuerst auch ein bisschen über unsere negativen Erfahrungen sprechen. Also wir haben das so ein bisschen gegliedert in diverse Punkte. Ich nenne die jetzt einfach mal schon, damit die Leute sich ein bisschen drauf einstellen können. Unsere beider negativen Erfahrungen werden auf jeden Fall thematisiert. Es geht um Vorteile und Stereotype, dicke Menschen in der Öffentlichkeit und was kann jeder von uns gegen Stigmata und Vorurteile tun? Ja. Yes. Genau, und wenn wir jetzt mal so anfangen mit negativen Erfahrungen, du hast ja gerade einen ganz, ganz schönen Punkt genannt direkt, Schule. Also Fakt ist erstmal, wir reden beide auch nur darüber, wo wir uns gerade wohl mitfühlen, ne? Weil das ist ja auch für uns ein Triggerthema. Das ist ja für uns auch etwas, was nicht unbedingt leicht ist. Also wir wollen darüber reden und wir wollen Awareness schaffen, aber es ist schon so, dass manche Sachen uns auch fertig machen können und deswegen habt bitte Verständnis, wenn wir nicht alles beantworten können. Also das muss man, glaube ich, auch direkt mal dabei sagen. Ja, voll. Danke dazu auf jeden Fall. Ich könnte ja mal mit meiner Erfahrung anfangen. Bis zum Kindergarten war alles wunderschön und dann kam ich in die Grundschule. Und in der Grundschule hatte ich eine Lehrerin, Frau K. Frau K. war sehr, sehr schlank. Sie hatte, wenn ich heute drüber nachdenke, wahrscheinlich eine Schilddrüsenüberfunktion, hervorquellende Augen, war sehr, wirklich sehr, sehr abgemagert. So dieses typische Bild, wenn jemand so war, irgendwie eine Überfunktion von irgendwie hat, ne? Und total sportlich und eigentlich auch, ne? Wirklich, war übelst, übelst schlank. Und das war alles total in Ordnung und körperlich alles perfekt wahrscheinlich. Und da wurde mir schon in der ersten Klasse gesagt, Christina, ich heiße übrigens Christina eigentlich. Weiß aber nicht jeder. Du darfst keinen Handstand machen. Ich kann dir keine Hilfestellung leisten. Ich würde mir ja alles brechen dabei. Einer Sechsjährigen zu diesem Zeitpunkt. Oder sie, ich war sechs oder sieben, also es war erste oder zweite Klasse. Und damit fing bei mir damals schon an, wie schön das Leben sein kann, wenn Sportlehrerin, die einem in der ersten, zweiten, was auch immer Klasse eigentlich beibringen sollte, dass Sport ein schönes Ding ist, die dir einfach schon mal sagt, nee, du bist zu fett zum Sport machen und ich werde dir dabei nicht helfen. Und lass doch mal dein Mittagessen weg. Ne? Wegen dem Thema waren meine Eltern dann auch ein paar Mal in der Schule, gebracht hat es nichts. Aber das war tatsächlich auch Klassenlehrerin der Parallelklasse. Also die hat da auch echt viel Verantwortung für viele Kinder gehabt. Und damit ging es bei mir los. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Grundstein für einen Menschen, der schon immer chubby war. Schon als Baby, schon kleiner, dicker Brocken. Ja. Oh,
Wow, das ist echt heftig. Also in der Grundschule erinnere ich mich tatsächlich nicht so dolle dran, dass jetzt das durch Mitschülerinnen oder durch Lehrerinnen kam tatsächlich, zum Glück. Aber in meiner Familie war es halt teilweise schon so. Weil ich hatte schon als Kind einen guten Appetit und habe gerne Süßigkeiten gegessen und war sehr, sehr heikel, was Gemüse anbelangte. Und ich erinnere mich jetzt in der Grundschulzeit jetzt nicht so konkret an Sprüche, aber gerade mein Vater war auf jeden Fall in meiner Jugend schon jemand, der öfter mal so einen Spruch reingedrückt hat oder so, muss das jetzt noch sein, Babsi? Und also einfach sehr viel auch Aufmerksamkeit auf dieses Thema und schon sehr früh halt das Vermitteln, okay, dick sein ist gleich schlecht. Und da möchte ich einen anderen Punkt ansprechen, den wir, glaube ich, so unterbewusst wahrnehmen. Denn ich habe in meinem Studium eine Hausarbeit über Gewichtsdiskriminierung geschrieben und habe mir das auch ein paar Studien angeschaut. Und tatsächlich haben Kinder schon bereits im Alter von 5 bis 6 Jahren negative Vorurteile gegenüber dicken Menschen, dass sie nämlich faul sind, dass die böse sind und dass die auch eher dumm sind. Und wenn man sich jetzt viele Kinderserien anschaut und da sich die Bösewichte anschaut, allein Disney kann man da schon mal anschauen, das sind ganz oft böse, dicke Menschen, so die dann halt gierig sind und rücksichtslos neidisch und ihre eigenen Pläne haben, genau. Und ich glaube, das ist auch was, was einen immer, immer wieder prägt, so. Und das ist dann halt wirklich jüngstes Kindesalter und auch ja diese unterbewusste Beeinflussung, so von wegen so, ja, blonde Haare, das ist die gute Prinzessin und schwarze Haare ist irgendwie so der Böse, so ungefähr. Aber das ist halt auch vom Körperimage schon was macht, weil halt so diese, sag ich mal, Positivbeispiele fehlen, weil es halt einfach sehr, sehr wenig dicke Kinderserienhelden gibt. Gibt es nicht. Fällt mir jetzt nichts ein auf den, also ich meine, zumindest. Das beste Beispiel ist ja Ursula, ne? Du hast die wunderschöne Meerjungfrau und da gibt es dann die dicke alte Tante, die neidisch ist und aussehen will wie sie und ihr die Stimme klauen will und sich in sie verzaubert und was auch immer. Und das ist ja schon mal so ein sehr thematisch bei uns beiden auch, ne? Das Meeresding. Und das ist ja schon so ein krasses Beispiel. Du wirst ja als Kind schon darauf konditioniert, wie Babsi sagt, dass dicke Menschen scheiße sind. Also, dass dicke Menschen in der Gesellschaft eine Last sind, böse sind, faul, ne? Und das ist total tragisch. Das wird dir schon in die Wiege gelegt. Ja. Hier im Chat ist bei mir auch ganz oft, ja, schon aus der Jugend ganz viele schmerzhafte Erfahrungen und Mobbing und, oh Gott, ey, mir bricht so das Herz, weil es einfach so viele betrifft, dass so viele Leute einfach diese Erfahrung gemacht haben und dass viele Leute denken, dass es in Ordnung ist. Und damit will ich, wir wollen übrigens damit nicht sagen, dass es nicht auch Bodyshaming gegenüber schlanken Menschen gibt oder großen Menschen oder kleinen Menschen so. Das gibt es auch und das ist auch schlimm. Das Ding ist aber zum Beispiel bei Gewichtsstigmata und bei hohem Gewicht, mehr Gewicht, dass sich das wirklich durch viele Gesellschaftsschichten zieht und dass Leute daraus auch so ein bisschen so eine Rechtfertigung ziehen, dicken Menschen zu sagen, wie scheiße die sind. Das ist so ein bisschen... Also klar, man bekommt unangebrachte Kommentare, aber nirgendwo ist es so sozial angebracht, Leute zu schämen wie bei dicken Menschen. Das ist so krass einfach. Ja. Oh. Das passiert ja auch bei Arztbesuchen. Du gehst zum Arzt, weil du eine Blasenentzündung hast, ja? Du gehst einfach zum Arzt, weil du eine Blasenentzündung hast und dann sagt der Arzt aber, sie können aber auch mal langsam abnehmen, ne? Und dann guckst du erstmal so, ja, aber trotzdem eine Blasenentzündung. Ja, aber, ne? Dick sein und Risikofaktor, ja, aber auch schlanke Menschen haben eine Blasenentzündung. Können Sie mir bitte einfach helfen? Ne? Und das sind ja Sachen. Also das ist wegen jedem Scheiß, wo ich zum Arzt gegangen bin, habe ich mir schon damals also meine aktuelle Hausärztin ist wirklich ein Engel, sie macht es nicht. Sie geht auch differenziert mit mir an das ganze Thema ran. Aber wie oft ich mir das schon anhören durfte, ne? Blasenentzündung, total. Mandelentzündung. Ich habe eine Mandelentzündung, ich kann kaum sprechen. Ja, wollen Sie nicht mal abnehmen? Ja, hallo? Wo sind wir denn jetzt? So, komm, es ist ja absolut kein Problem, was damit zusammenhängt. Also das ist ja, ich meine, klar, die Ärzte sind auch an deiner Gesundheit interessiert, aber das Gewicht spielt ja wirklich bei so vielen Sachen keine Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich war auch beim Frauenarzt mal. Und halt so eine Regeluntersuchung und ich hatte halt die Pille abgesetzt und sie meinte dann so, ja, also wenn sie jetzt die Pille absetzt, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, was abzunehmen. Wenn es älter wird, wird es immer schwerer. Und ich war auch so,
Ich will eigentlich nur wissen, ob da unten rum alles okay ist. Danke. Ja, komm, so. Mach dein Ding da unten, Tieftauch, was auch immer. Und dann aber Schluss jetzt hier wieder, ne? Ja. Ja. Nee, und so Schulerfahrung bei mir in der Jugend fing es halt richtig an, weil ich da halt dicker geworden bin. So, da war halt bei mir familiär auch extrem viel los. Und da habe ich auch meinen Kumpel in mich hineingefressen, aber ich war halt fucking 13. Ich wusste nicht, dass man da eine Psychotherapie machen kann. Ich wusste nicht, wie ich anders damit umgehen kann. So. Und mein Körper hat sich verändert. Und wenn ich habe dann hat es halt angefangen mit so Mobbing, mit Lästern, mit blöden Sprüchen, auf ganzen Familienfeiern, wirklich die ganze Familie, bla bla bla. Und halt immer unter diesem Mantel, wie jetzt auch hier geschrieben wird, ja, wir sorgen uns um deine Gesundheit. Oh. Ja, aber was ist mit meiner mentalen Gesundheit? Was macht es mit jungen Menschen, wenn die ganze Zeit bei jeder Gelegenheit ihren Körper bewertet bekommen, ihr Essverhalten bewertet bekommen? Ich habe teilweise auch gehungert, ich habe heimlich gegessen, ich habe mich nicht satt gegessen, was auch nicht dazu führt übrigens, dass man ein gesundes Essverhalten entwickelt und dass der Körper sich gesund reguliert. Also wirklich, ich habe so viel heimlich gegessen, dann Essattacken gehabt, weil ich halt nicht gegessen habe, weil ich es mich nicht getraut habe, in der Öffentlichkeit zu essen. Und lauter solche Sachen. Und ich frage mich manchmal, wenn dieses ganze Bodyshaming nicht passiert wäre, wäre ich dann so dick geworden, wie ich es heute bin? Das frage ich mich wirklich. Ohne das jetzt irgendwie negativ zu sehen, aber ich glaube, wenn da nicht so ein Druck gemacht worden wäre, hätte ich wahrscheinlich ein viel gesünderes Essverhalten entwickelt und wahrscheinlich auch einen viel gesünderen Bezug zu meinem Körper. So. Und das ist einfach so gemein. Das ist so richtig gemein, dass man halt auch dann in der Öffentlichkeit Sprüche gedrückt bekommen hat, weil ich habe halt damals auf Lokalisten, das war so Facebook für bayerische Menschen, I don't know, wer das noch kennt. Keine Ahnung, das war Facebook so für bayerische Menschen, hört sich halt auch nach so einer Nische an. Okay, ja, gab halt so MySpace, die Zeit war das so, MySpace, SchülerVZ und so. Und da gab es halt Lokalisten und ich habe gelernt, dass das halt irgendwie so ein lokales Ding war. Der Name Lokalisten. So, und da habe ich halt Fotos von mir gepostet und zu dem Zeitpunkt, da war ich halt, ich war dicker, aber ich war nicht dick. Und da habe ich so viele ekelhafte Kommentare bekommen von Jungs, meistens Jungs tatsächlich, und Männern, die ich heute noch im Kopf habe. Ich kann dir noch genau sagen, welches Bild das war und was da drunter kommentiert wurde. So. Und über das eine kann ich wirklich lachen. Das habe ich dann auch in der Geschichte verarbeitet. So. Du bist so fett, du musst ein Schaf als Tampon nehmen. So. So, das ist aber auch so nur bizarre. Lustig, weil es so das dummist und einfach nur von einem Haiopai kommen kann, wo du dir denkst, voll. Junge, du hast noch ganz andere Probleme als Schafe als Tampons. Ne? Also, vor allem, der war selber halt auch groß und dick. Also der hat wirklich, glaube ich, auch nur seinen eigenen Frust rauslassen müssen, so. Aber trotzdem, das hat halt was, und der hat wirklich, ich weiß nicht, was ich dem getan hatte, wir waren zusammen auf Grundschule und der hat dann, sobald wir halt irgendwie auf Gymnasium oder so waren, hat er angefangen, mich zu beleidigen. Also auch wenn wir uns in der Stadt gesehen haben oder so, einfach so mal irgendwie was zugerufen oder so. Und ich dachte so. Ich habe übrigens gerade gelesen, Disney hatte vor 2 Jahren seine erste Plus-Size-Heldin vorgestellt, die kleine Ballerina Bianca im Kurzfilm Reflect. Aber wenn ich schon lese Kurzfilm und kleine dicke Ballerina, dann weiß ich einfach schon, das kann ja nicht gut sein. Das ist doch schon wieder so an den Haaren herbeigezogen. Ich muss mir das unbedingt angucken, aber alleine schon dieses Kurzfilm, aber seitdem scheint auch nichts mehr gekommen zu sein. Ja, einfach nochmal auf das von eben, ne? Das Problem ist ja nicht, dass es überhaupt keine Repräsentation von dicken Menschen in den Medien gibt. Das Ding ist halt, dass wenn es dicke Menschen gibt, dann sind sie entweder oft böse, der Fat Funny Friend Stereotyp, also ja, die Lustige hier, ne, die immer Spaß macht, so diese Rollen zum Beispiel von Melissa McCarthy, die spielt ja immer Lustige, oder Jack Black, der ist immer lustig, so. Aber so andere Rollen, also es geht dann entweder immer ums Abnehmen oder sie sind halt lustige Sidekicks. Oder es ist halt dann wie zum Beispiel bei Bridget Jones, okay, es ist Thema. Ich darf nicht, also es gibt so kein Herr der Ringe beispielsweise, Elf, der dick sein darf und wo das kein Thema ist, so. Oder ein Superheld, der dick ist. Das geht nicht in den Kopf von Leuten rein, so. Das ist einfach, dass jemand mit dem Körper existieren darf. Genau das Problem, was wir bei Diversität auch haben, dass man sich eigentlich wünscht, dass es nicht immer das Thema ist, sondern dass diese Leute auch einfach casual existieren dürfen, ohne dass es problematisiert wird. So, und das ist eher selten, leider. Auf jeden Fall.
Ich habe, also bei mir, also in der Grundschule fing es mit den Lehrern ja an bei mir, aber so von den Mitschülern war bei mir alles tatsächlich in Ordnung. Nur bin ich ein ziemlich aggressives Kind geworden. Dadurch, dass dann dieses Mobbing passiert ist und dann auch durch die Lehrersprüche teilweise dann auch schon vereinzelt, wie ne, Jungs halt, ne, Jungs dann auch schon angefangen haben, habe ich früher, ich war in der Grundschule eine Schlägerin. Ich habe sehr, sehr viele Menschen vermöbelt in meinem Leben schon. Und das war eigentlich nur in der Schule, ne? Und ich habe, also das hat sich bei mir so heftig durch Aggressionen geäußert. Ich weiß noch, irgendein Mädchen hat irgendwann mal was über mein Gewicht gesagt. Ich habe die zu Boden gebracht, ne? Und dann kam eine Lehrerin, und das werde ich auch nie vergessen, unsere Kunstlehrerin, und hat mich an die Wand gedrückt und hat gesagt, jetzt weißt du, wie das ist. Also ich wurde auch körperlich angegriffen. Das ist kein Scheiß. Wenn meine Mama hier wäre im Chat, sie könnte es bestätigen. Das ist so krass, was da damals schon abgelaufen ist. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, was mir als Kind angetan wurde, ich wundere mich nicht, dass ich so geworden bin, ne? Und dann kam ich auf die Realschule und dann war halt Hölle, ne? Dann war halt Mobbing Peng Exceleng, ne? Also du musst dir vorstellen, ich war immer chubby, aber wenn ich heute Bilder von früher sehe, wünschte ich, dass ich zurückreisen könnte und diesen Menschen sagen könnte, du bist voll in Ordnung, so wie du bist. 100%. Ich habe halt damals als Teenie Kleidergröße 40 getragen. Ja. Und war die Dicke. Ja, ja. Ich hatte unten 40, 42 und oben. Und ich habe ja dann Lipödem bekommen. Ab so 12, 13 Jahre fing das an mit Lipödem. Und habe dann irgendwann Hosengröße 48 gehabt und aber oben halt irgendwie 40, 42. Und man hat ja damals schon, hätte man schon sehen können, dass das nicht normal ist. Aber es wurde immer weiter draufgehauen und Dinosaurierbeine und was auch immer ich mir anhören durfte. Ne? Meine Beine wurden ja immer größer. Das war das Erste, was gewachsen ist, als das mit dem Lipödem bei mir anfing. Und wenn, ey, das ist so krass, aber ich sah ansonsten, ich war ein echt süßes und hübsches Mädchen. So. Ich hatte eine Zeit lang mal so eine Akne-Phase. Das war natürlich ungünstig, wenn du dann bist du dick, dann hast du Akne. Rote Haare, Sommersprossen, das war natürlich. Das war natürlich und das. Zahnspange, das war der Overkill. Ja, geil. Also Selbstbild in der Teenie-Zeit schwierig. Brille auch schon früher gehabt? Ja. Ja, dann haben wir. Brille, Zahnspange, dick und Akne. Es war uff. Dann hast du das. Das war hart. Dann hast du das Schlag mich bitte zusammen Starterpaket quasi direkt mitgebracht, ne? Geil. Das Ding ist, ich war sehr schön. Zum Glück, ich weiß bis heute nicht, ob zum Glück oder nicht, ich war auf einer Mädchenschule. Ja. Und ich muss da sagen, ich habe nicht so viel mitbekommen. Also es wurde so ein paar Mal gelästert und ich weiß, dass es irgendwann mal so eine Liste gab mit die Schönsten der Klasse und ich war halt so ganz unten mit so ein paar anderen. Aber so zumindest so Angriffe, so direkte Angriffe oder Anfeindungen gab es zum Glück wenig. Und dafür bin ich auch meinen Klassenkameradinnen sehr dankbar, dass das einfach nicht passiert ist, weil wir hatten alle Struggles mit unserem Aussehen, 100%. Ja. Also. Aber also ich glaube, in so einem Fall war diese Mädchenschule wahrscheinlich auch einfach eine echt gute Sache für dich, ne? Mhm. Weil, wenn ich mal überlege, also ja, Mädels haben auch Mist gelabert, aber meistens nur, weil sie den Jungs gefallen wollten, so wenn ich jetzt mal so reflektiere, ne? Also die Mädels waren, ja, die haben vielleicht auch mal so einen Spruch gebracht, aber ich glaube, das ging schon viel davon aus, dass dann das Interesse an den Jungs geweckt wurde und so. Und das sind so Sachen, die ich schon auch irgendwie so wahrnehme, ne? Und boah, ja. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wäre ich auch auf einer Mädchenschule. Dann wäre ich vielleicht zumindest keine Schlägerin geworden. Weil ich habe ich hab mich sehr, sehr massiv geprügelt. Also ich habe alles, was bei mir reingekommen ist, verbal, habe ich durch die Faust sprechen lassen. Und das bis zur siebten Klasse, bis ich dann tatsächlich in so einen Grufti-Freundeskreis reingerutscht bin, die alle gesagt haben, ey Tina, es ist echt nicht cool, dass du dich immer schlägst, komm zu uns, scheiß auf die anderen, mach bei uns mit und so. Und dadurch habe ich mir das wirklich abgewöhnt und habe auch gelernt zu sprechen. Also ich habe mir das wirklich, die waren auch alle älter als ich und die haben mir wirklich beigebracht, wie man sich einfach verbal wehren kann. Und ich weiß das bis heute zu schätzen. Denn mit den Prügeleien wäre ich bis heute wahrscheinlich nicht weit gekommen. Hätte deutlich weniger Zähne, aber das war schon krass. Also ich habe, und das ist ja auch ein Ding, ne? Leute, die immer wieder in die Ecke gedrängt werden, reagieren auf verschiedene Arten und Weisen. Der eine wird aggressiv und gewalttätig, der andere wird höchst depressiv und ruhig und sagt nichts mehr und ist am Ende seiner Kräfte. Also viele gehen anders mit dieser Situation um und das ist aber auch immer wieder ein Thema, weil dann, egal wie du es machst, es ist immer schlimm. Du bist die fette Gewalttätige oder du bist die fette, die nichts mehr sagt. Am Ende ist es egal, wie du darauf reagierst, du wirst trotzdem nochmal zusätzlich verurteilt für das, was passiert.
Und meine Methode, damit umzugehen, war dann was, was, glaube ich, viele dicke Menschen aus Selbstschutz machen. Nämlich, ich habe angefangen, Witze über mein Gewicht zu machen, bevor es jemand anders machen konnte. Um das zu entschärfen, so um zu sehen, hey, ich bin cool damit, so, yo, ich bin dick und ich bin witzig. Und ich nehme mich da so selbst aufs Korn und nehme mich da selber nicht so ernst. Und wenn ich den Witz gemacht habe, dann kann ihn kein anderer bringen, so, you know. Ja, und das ist nicht so der beste Weg, damit umzugehen, aber es hat, war halt meine Methode, damit umzugehen, so, weil... Ja. Ja, mit meinen Unsicherheiten und so. Und ich glaube, warte, ich habe eine Frage im Chat, ich muss hochscrollen. Okay. Wie man sich verhält, wenn man sich Sorgen um jemanden wegen des Mehrgewichts macht. Ich glaube, ich würde einfach mit der Person sprechen, ob es der gut geht, so. Also jetzt nicht so, ob es dir gut geht, sondern ich weiß es nicht. Ich finde es halt sehr, sehr übergriffig, Personen aufgrund ihres Körpergewichts anzusprechen oder aufgrund ihrer Ernährung anzusprechen, weil man halt nicht weiß, was für einen Hintergrund das hat. Also ich würde einfach allgemein mit der Person über der Wohlbefinden sprechen und über die psychische Gesundheit, weil, ja, man, es ist einfach nicht der, also es wirkt halt nicht so gut, wenn man das von außen macht. Und ich glaube, das gibt da nicht wirklich einen guten Weg, das anzusprechen, weil ich finde es immer super, super schwierig. Also ich zum Beispiel, okay, aber gut, ich gehe sehr offen mit dem Thema um. Heißt, jeder in meinem Umkreis weiß, was bei mir passiert, warum ich dick bin, warum ich auch nicht abnehmen kann, also nicht so gut abnehmen kann. Ich gehe da sehr offen mit um, allein schon dadurch, dass ich eine öffentliche Person bin und das oft bei mir auch im Channel zum Thema wird und auch auf der Bühne. Ich mache auch gerne mal selbst Witze, ich stehe auch auf der Bühne und sage, ich bin die Fette hier, aber ich finde es halt auch wirklich witzig bei mir, weil es ist wahrscheinlich auch Bewältigung, aber ich weiß inzwischen, dass für mich zu nutzen, was ich habe. Und ich glaube aber, viele machen es wirklich nur aus Unsicherheit und das ist total, das habe ich früher auch aus Unsicherheit gemacht. Ich finde es schön, wenn man es irgendwann für sich lenken kann. Aber ja, wenn zu mir jemand kommen würde und sagen würde, hey, ich sorge mich um deine Gesundheit, weil du dick bist, würde ich ihm sagen, pass mal auf, geh mal bei dir kehren, ne? Und dann kannst du erstmal gucken, was du da für Dreck vor deiner Haustür hast. Und dann können wir uns irgendwann gerne mal drüber unterhalten, wenn ich mich dazu entschließe, dich darauf anzusprechen und Hilfe möchte. Wenn du jemanden siehst, der verwahrlost oder bei dem du siehst, es wird immer schlimmer und der hat kein Umfeld, an das er sich klammern kann, dann kannst du es ansprechen. Aber was für einen Mehrwert hast du dadurch, eine Person anzusprechen und zu sagen, ich sorge mich, weil du dick bist? Die Person wird es zu 100% selber wissen. Sie hat höchstwahrscheinlich einen Spiegel oder hat sich schon mal selber umarmt oder so. Ich glaube, jeder, der dick ist, weiß selber, dass er dick ist und was daran tun muss. Und es ist also in meinen Augen maximal übergriffig, zu jemandem zu gehen und den darauf anzusprechen. Voll. Und das Ding ist halt auch, dass wir gerne den Schluss ziehen, okay, dick ist gleich ungesund. Aber so medizinisch eindeutig ist das gar nicht, weil sehr, sehr viele Erkrankungen halt so multiple Ursachen haben. Und klar, jetzt so Gelenksachen und gewisse andere Dinge. Es gibt Sachen, die sich vielleicht eindeutiger auf das Gewicht beziehen lassen als andere. Aber zum Beispiel eine Kurzatmigkeit kann auch einfach ein Lungenproblem sein. Also es gibt so viele Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen, die unabhängig vom Gewicht sind. Und das dann aufs Gewicht zu beziehen, wenn man sich Sorgen um die Gesundheit macht. Ich würde es einfach nicht aufs Gewicht beziehen. So, also wenn du wirst ja aus irgendeinem Grund einen Eindruck haben, dass es der Person nicht gut geht. Und dann würde ich vielleicht auch einfach offen ansprechen, hey, ich habe den Eindruck, dass es dir gerade nicht so gut geht. Kann ich was für dich tun? Ohne das Gewicht überhaupt zu erwähnen oder so. Oder möchtest du darüber reden? So, deswegen. Ja. Ich habe hier gerade bei mir die Nachricht, ich bewundere alle, die trotz etwas mehr auf den Rippen anziehen, was sie wollen. Das sieht in fast allen Fällen immer schön aus. Ich traue mich das einfach nicht, weil es ja nicht dem Schönheitsideal entspricht. Man wird da so drauf geprägt, in der Jugend kann Selbstwertgefühl wegen Mobbing in der Schule plus Introvertiertheit machen das Leben manchmal echt schwer. Ich bewundere jeden, der mit offen umgehen kann. Und ich wünsche mir, dass so viele Leute wie möglich das auch erlernen können, da offen mit umzugehen. Denn alle, die in diesem Moment hier sind gerade und auch draußen im Freundeskreis, alle, die dick sind, die sind das in diesem Moment und die können es nicht innerhalb von ein paar Tagen ändern. In einem Moment, wo jemand zu dir kommt und dich auf etwas anspricht, was du und sagt, ey, du hast das und das und du kannst es aber nicht innerhalb von einer Minute oder in einer Stunde ändern,
hat diese Person eigentlich schon gar keine Macht mehr über dich. Und das ist etwas, was viele gar nicht wissen. Und viele drehen sich immer wieder im Kreis. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade besser ausdrücken kann. Ich glaube, Babsi kann das gleich nochmal schön ergänzen. ich möchte damit sagen, ich bin dick in diesem Moment und es wird sich in nächster Zeit nicht ändern. Aber das heißt nicht, dass ich Lebensqualität verlieren möchte. Das heißt nicht, dass ich nicht Mode machen möchte. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie schön sein will. Und ich bin schön. Und Babsi ist schön. Und ihr alle seid schön. Jeder macht das aus sich, was er aus sich machen möchte. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass jeder Mensch etwas aus sich machen kann. Und das ist, glaube ich, der Ansatz. Wenn du Bock hast, schön zu sein, irgendwas aus dir zu machen und wenn du dich schön fühlst, wirst du automatisch selbstbewusster. Versuch einfach an dir zu arbeiten und nimm das mit. Und die Leute werden dich angucken, egal ob du eine Jeans trägst oder einen Rock. Sie werden dich angucken, wenn du eine Jogginghose trägst oder wenn du eine Strumpfhose trägst und darüber einen Rock oder eine Hotpants oder die Leute werden sowieso über dich lästern. Sie werden sowieso sagen, guck mal die Fette. Aber warum solltest du dann an dieser Stelle aufhören, irgendwas für dich zu tun, was du gerade geil findest? Ich stehe auf. So. Ja. Ich hab Hammer-Outfit. So. Ja? Lieben wir. Okay. Und ich weiß, dass es, jetzt kommt wieder irgendeine Gertrudi und sagt, oh, das ist aber gewagt dafür, dass du so dick bist. Nein, das ist Mode. Und ich mach das jeden Tag, weil ich mich geil finde in dem Moment. So, und ich hasse das, wenn Leute immer sagen, ich trau mich nicht, weil ich euch hasse. Nein, weil ich einfach denke, was macht diese Gesellschaft aus euch, dass ihr Angst haben müsst, euch schön zu fühlen? Das ist so absurd einfach. Denn, oh, fuck, so. Was wollte ich damit sagen? Wenn du etwas nicht in 5 Minuten ändern kannst, dann hat da keiner drüber zu urteilen. So, keine Ahnung, ob man es besser sagen kann. Jetzt kommt die Frage in meinem Chat. Wie bist du denn zu diesem positiven Mindset gekommen? Ich jetzt, oder was? Ja. Boah, jahrelange Selbstzweifel, Selbsthass, Triggerwarnung, Selbstmordgedanken, durch die Hölle gehen, wieder rauskommen, sagen, da war es mir zu warm. Es ist ein urlanger Weg. Und in vielen Fällen hilft nur eine Therapie. Das kann man einfach sagen. Viele Leute schaffen es nicht, selber Selbstakzeptanz zu erreichen und brauchen dabei manchmal einfach Hilfe. Und erst der Gedanke zu wissen, du bist mit diesem Problem nicht alleine. Andere haben das auch. Du kannst aus dir machen, was du möchtest, wenn du dir nur Mühe gibst. Und damit meine ich nicht, du kannst auf jeden Fall abnehmen, wenn du möchtest, weil das funktioniert nicht. Das weiß ich, dass das nicht einfach funktioniert. Aber du kannst mit dem, was du hast, das Beste aus dir machen. Und das ist ultra wichtig. Und viele wissen das nicht, weil ihnen das keiner sagt, weil sie klein gehalten werden. Man muss irgendwann eine gehörige Portion, wie sagt man das, egal entwickeln. Ich wurde so lange auf Twitch, ich habe 2017 angefangen auf Twitch zu streamen, ich wurde 2 bis 3 Jahre lang jeden Tag gemobbt. Ich glaube, ich habe jeden deutschen Mobber bei mir in meinem Scheiß-Chat gebannt. Es gibt diese Leute gar nicht mehr bei mir, weil die alle gebannt sind. Das ist so lange Arbeit gewesen und seitdem kommen nur noch coole Leute. Und wenn einer reinkommt, dann wird er auch weggebannt. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht immer korrekt. Ich bin auch voll der Idiot manchmal. Ich fange dann an, mit denen zu diskutieren, dann beleidige ich sie weg, dann sage ich so, ey, du hast Pech beim Denken und so, und dann gehe ich halt immer auf Verstand und so, ne? Also ich bin halt auch nicht korrekt manchmal. Und das gebe ich zu, ich bin wirklich bei weitem alles nur nicht perfekt. Aber ich habe sehr viel an mir gearbeitet. Ich habe sehr viel Kraft da reingesteckt, das zu machen. Und ich stehe inzwischen auch als Sängerin auf der Bühne und ich hatte sehr lange Angst, vor der Bühne zum Beispiel auch. Weil ich immer dachte, es gibt ja keine dicken Sängerinnen hier in unserem Kreis. Zumindest keine Bekannten. Werden wir als Band vielleicht weniger Erfolg haben, weil ich fett bin? Das sind wirklich Gedanken, die mich teilweise bis heute, die sind auch immer noch da. Das ist nicht so, dass sie komplett weg sind. Aber ich schaffe es einfach immer wieder, mich da rauszukehren. Alleine, durch Freunde, so Familie, Partner. Das ist halt, das ist nicht einfach. Und das, ich kann jetzt auch jedem sagen, mach einfach, aber das wird nicht funktionieren. Das ist jahrelange Arbeit. Ja, das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist voll der Prozess und es gibt Tage, wo das besser funktioniert und wo das weniger besser funktioniert. Aber hier bei mir im Chat ist auch ganz viel Kupfergoldliebe und ich kann es einfach nur sagen, ich liebe eure Songs, ich liebe auch deine Bühnenpräsenz, weil ich finde, du rockst das so. Und das ist es ja, worum es letztendlich bei ganz vielen Menschen geht, weil klar kann es sein, dass Leute euch aufgrund eures Gewichts verurteilen, so auf den ersten Blick.
Aber die kennen euch gar nicht. Die kennen eure gesundheitliche Situation nicht. Und ihr wisst auch vielleicht gar nicht, ob die sich vielleicht einfach im nächsten Moment, ob die euch wieder vergessen so. Und für mich ist es auch so ein Learning gewesen so. Ich bin zum Glück ein sehr trotziger Mensch. Das heißt, ich bin dann so, jetzt mache ich trotzdem. Und das ist wichtig und gut, das geil. Das ist tatsächlich auch, warum ich jetzt am Wochenende zur Preisverleihung ein Kleid angezogen habe mit Glitzerpailletten. Completely overdressed, aber ich habe so viele Komplimente auch dafür bekommen. Obwohl ich echt conscious war, weil es halt hier unten an meinem Bauch sehr... Ich bin übrigens heute sehr leger unterwegs und es ist auch voll okay. Ihr müsst euch nicht aufstylen, nur weil ihr dick seid. Aber es war halt hier unten in dem Bereich super, super eng. Und ich war so, oh mein Gott, da sieht man ja alles so, jede Rolle. Und trotzdem habe ich so viele Komplimente dafür bekommen, weil ich habe mich auch so wohl gefühlt. Und das ist manchmal so das Bizarre, dass ich selber, wenn ich nicht drüber nachdenke, gar keine Probleme mit meinem Körperbild habe. So, ich bin voll happy, ich merke gar nicht in meinem Alltag, dass ich dick bin. Es ist eher so die Gesellschaft, die mir dann vermittelt, so, hey, du bist nicht nur dick, sondern das ist nicht in Ordnung, dass du dick bist. Und das ist ja was, was die Gesellschaft uns vermittelt, weil das ist was, was nicht aus mir rauskommt. Und das ist auch immer so, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, weil ich erwische mich selber auch manchmal dabei, dass ich so abfällige Gedanken über andere dicke Menschen habe oder mir denke, so Gott, wie sieht die denn aus? Und irgendjemand hat mal gesagt, so der erste Gedanke, der du hast, ist der gesellschaftlich quasi, die gesellschaftlich automatische Reaktion und der zweite Gedanke ist aber dein echtes. Und dann bin ich meistens im zweiten Gedanken so, hey nein, Babsi, du kleine blöde Kuh hier, hör mal auf, die Leute zu verurteilen. Du hast gar keine Ahnung, was los ist bei dieser Person. Du hast keine Ahnung, wie es der geht. Du hast keine Ahnung, warum die so aussieht, wie sie aussieht. Und es sagt auch überhaupt nichts über sie als Person aus oder ihren Wert. Und ja, Punkt. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich hab's vergessen. Ich trinke jetzt einen Schluck. Aber es ist unfassbar gut, was du gesagt hast. Alles davon. Und es ist mega geil, dass du dieses Kleid getragen hast. Und dass du dich... Du hast dich wohlgefühlt in dem Kleid, oder? Voll. Ich hab's geliebt und ich hab geglitzert. Und ich liebe auch die Fotos davon, weil ich darauf so glitzer. Und es war einfach so... Ach, ich hab mich so richtig bougie gefühlt. Und das ist doch das Wichtigste. Mhm. Weil, und das ist einfach... Ich bin zwar keine Psychologin, ne? Jetzt kommen wir an den Punkt. Aber... Was du dir einredest, was du bist, das bist du am Ende auch. Mm. Das ist so, wenn ich kenne diese Tage. Selbsterfüllende Prophezeiung nennt sich der. Bums. Genau, genau. Self-fulfilling Prophecy. Das hat man ja sogar in der Schule gelernt, eventuell, wenn man Psychologie hatte. Und ich fand das schon immer interessant und ich habe das an mir selber perfektioniert. Ich bin früher sehr viel feiern gegangen. Und in Köln, in der Live Music Hall. Und ich war kein Kind der Traurigkeit. Und wenn ich an dem Abend mit jemandem rumknutschen wollte und ich war kein Mensch, der mitgegangen ist, aber ich hab das genossen, diese Aufmerksamkeit. Geh ich ganz offen mit um. Ich habe die Aufmerksamkeit genossen und ich habe die bekommen. Und ich war meistens die dickste Person in der Halle. Also die dickste weibliche Person in dieser Halle. Und ich konnte mich nie beklagen. Und das habe ich wirklich gesagt, heute Abend wird ein geiler Tag. Ich mache mich parat. Und ich habe Bock rumzuknutschen und ich habe immer rumgeknutscht, egal. Und das waren, also, da war ein Leckerchen bei, ne? Und das funktioniert einfach. Das ist auch so ein Ding. Es gibt Tage, an denen fühle ich mich cozy zum Beispiel. Was Babsi gerade gesagt hat, du musst dich nicht aufbrezeln, nur weil du dick bist. Aber du kannst es trotzdem machen, ne? Mhm. Das, es ist halt, ich sitze hier manchmal im feinsten, zwirnreinster Adidas, ne? Und so richtig auf asozial, ne? Und dann sitze ich hier und dann fühle ich mich aber genauso wohl wie jetzt, ne? Aber es kommt immer auf den Tag an. Aber es gibt Tage, an denen ist man halt nicht so und dann macht man auch mal ein bisschen weniger. Aber es gibt auch diese Tage, an denen du dich ultra selbstbewusst fühlst und das kriegt jeder mit. Voll. Das ist ja wie dieses Phänomen, wenn du vergeben bist, kommen sie alle an und wollen auch. Und wenn du aber auf der Suche bist und verzweifelst, dann bleiben sie alle weg. Das hat ja auch seine Gründe, ne? Ja, und ich finde halt, es hat schon viel auch mit Ausstrahlung zu tun, weil man merkt halt, ob ein Mensch sich unwohl fühlt oder sich wohlfühlt in seiner Haut. Und das kann man natürlich nicht erzwingen. Und ich finde es auch, ich denke mir so, ich musste 30 werden, damit ich das so ein bisschen besser umsetzen kann, obwohl das Dinge sind, die einem eigentlich ja schon früher jemand gesagt hat. Aber früher war es halt auch dieses, ja, du bist ja nicht so dick wie bla bla bla. Und du bist ja mollig, aber du bist ja nicht dick. Und das war dann auch immer so, und es hat sich, und es fühlt sich nicht richtig an und hat sich nicht tröstend angefühlt, weil es kein Trost ist. So, weil man eigentlich hören möchte, hey, so du bist dick, ja, und ich mag dich trotzdem so, und das macht dich doch nicht als Menschen aus, so. Aber natürlich weiß es halt keiner besser. Also, ich meine, wir haben alle in unserer Jugend mit unserem Body-Image gestruggelt im Freundeskreis, so. Boah, bei dir steht gerade fake it until you make it. Ja, ist wirklich so. Und das ist wahr. Das ist die Wahrheit.
Du redest dir so lange. Das funktioniert ja auch bei Leuten mit. Das funktioniert ja auch bei Narzissten und so. Gut, lass mal Thema direkt wieder, ne? Aber rede dir einfach so lange ein, dass du schön bist und dass du wertvoll bist, bis du es dann am Ende für dich auch wirklich bist. Das dauert und du wirst immer wieder Rückschritte machen. Du wirst auch immer wieder zweifeln. Aber umso mehr du dich darauf einlässt und sagst, ey, ich mach das, was ich jetzt habe, einfach, das perfektioniere ich. Das funktioniert. Oder wenn einer sagt, ich möchte auch gerne anfangen, Kleider zu tragen, aber ich habe Angst, ja, dann lass dich beraten. Jeder Körper, jede Körperform hat Kleidung, die dazu passt. Wenn du eine Sanduhrfigur hast, ziehst du halt Sachen an, die für eine Sanduhrfigur sind. Wenn du eine durchgehende Form hast, dann ziehst du am besten nichts an, was für eine Sanduhrfigur ist. Und da gibt es ja Beratungen, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du wirklich Bock hast, mit so einem Thema anzufangen, dann fang damit an und sag nicht, nee, mache ich nicht. Ich ziehe mir lieber einen Sack an und versteck mich. Weil ich dick bin. Aber wenn du sagst, du willst dich verstecken, dann machst du das halt auch. Das kommt immer drauf an, worauf du gerade Bock hast. So. Und mir hilft es wirklich auch, Freunde zu haben, die mich hypen. Also die mich halt auch lieben, wie ich bin so. Und die mir auch sagen, boah, das sieht so geil aus. Oder sagen, boah, guck mal die Titten so. Halt auf freundschaftlichen Sinn. Also bitte macht es nicht, wenn ihr mich nicht kennt. So, das ist ein bisschen unangenehm. Aber ja. So meine Freunde, ne? Ich schicke dann halt schon manchmal auch Outfit-Bilder und bin so, ja, okay. Und kommuniziere da auch meine Unsicherheiten. Und es gibt Sachen, die trage ich an manchen Tagen und denke mir, oh ja, ja. Und an manchen Tagen denke ich so, nein, heute lieber kein tiefer Aufschnitt. Ich bin nicht bereit für die Blicke oder die Kommentare, die da kommen. Aber es hat viel dann damit zu tun gehabt, so, ich möchte das anziehen und ich finde es schön. Ja. Und es gibt ja auch bei Kleidung das Phänomen, ich kann Sachen finden, die finde ich an anderen schön und an mir finde ich die hässlich. Aber es gibt definitiv Sachen, die ich an mir auch schön finde. Und da auch einfach irgendwie so diese Freude zurückzukriegen, Sachen anzuprobieren und durchzuprobieren. Und da kommen wir zu so einem anderen Thema, wo ich immer gemerkt habe, dass ich dick bin, nämlich shoppen gehen mit Freunden. Flohmärkte. Ich habe Accessoires geshoppt. Ich weiß nicht, ob du mit Leuten shoppen warst als Teenie. Ich war so, cool, es gibt Ohrringe, yay! Wie? Weil es ganz oft so war, dass ich mit Freunden shoppen war, dann halt so bei H&M und New Yorker oder später im Studium auch. Und wir sind halt durch alle möglichen Geschäfte gezogen und die hatten halt bei Größe 42 aufgehört. Oh ja, so, ja. Ich war so, die haben angezogen und ich war, oh, ein Schal, so. Und das war dann auch manchmal so der Punkt, wo ich dachte so, und dann bin ich halt dankbar fürs Internet, weil es so viele geile Online-Shops gibt und inzwischen Gott sei Dank auch einige Shops, die größere Größen haben und die nicht bedruckt sind mit Strasssteinen und Tiermotiven und keine Körperform haben. Da werde ich wieder gewalttätig. Was soll ich machen? Ich kann, was du sagst, sofort sehen, fühlen, riechen, schmecken. Ja, du hast absolut recht. Das habe ich verdrängt. Wir sind einkaufen. Das klingt oddly, Lucinda, das ist oddly specific. Du musst dir wirklich mal aus Fun so bei inzwischen geht's so. Ulla so diese Plus. Ja. Ulla Popken. Ulla Popken. Schau dir mal den Shop von Ulla Popken an. Eine ganze Zeit lang war wirklich alle Plus-Size-Abteilungen in jedem Geschäft genau wie das Sortiment von Ulla Popken. Du hast dich eigentlich einfach gefühlt, als wärst du so über 50, würdest Karen heißen. Und keine Körperform haben, so als würdest du einfach immer ein Riesenkleid anziehen und Blumenprinz, ja, stimmt. Ich weiß noch, als H&M mit Plus-Size-Klamotten angefangen hat, das war Schrankmode, also Schrank- und Zeltmode, wirklich, die haben wirklich einfach nur so Säcke dahingestellt, meistens mit so Strasssteinen, wo du dir einfach schon gedacht hast, nee, das würde ich ja nicht mal anziehen, wenn ich 5 Jahre abwärts wäre, so, ne? Und also furchtbar. Und dann gehst du dann da rein und denkst du, so, oh geil, bis Größe 52. Wo ich auch schon gedacht habe, jo, es gibt natürlich auch nur die Leute bis Größe 52, ne? Also alles darüber, das gibt's ja quasi gar nicht, ne? Ja, von wegen. Und dann gehst du da hin und bist am Gucken und denkst dir bei jedem Teil einfach nur, nope, nope, nope. Und bei mir hat das am Ende dazu geführt, als ich trotzdem bei C&A shoppen war, und mich einfach in viel zu enge Tops zum Beispiel reingequetscht habe. Ich habe da am Ende meine Marke draus gemacht. Ich laufe ja gerne mit engen Sachen rum und bei mir kann auch jeder alles sehen. So, ne? Aber da bin ich ja auch nochmal ein bisschen an. Das muss nicht jeder so machen, ne? Aber lasst mich das machen. Und ich habe mir wirklich dann teilweise viel zu enge Tops gekauft und habe einfach so lange getragen, bis sie was weiter war. Anders als die Frau aus dem Fernsehen, die sagt, meine T-Shirts sind eigentlich Nachthemden, fällt aber keinem auf. Das habe ich dann andersrum gemacht, ne? Aber es hat geklappt, ne? Aber es war schon immer blöd.
auch da ist zum Glück so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Wandel, weil inzwischen gibt es in den Plus-Size-Abteilungen auch Dinge, die, weil es ging halt wirklich darum, in dieser Mode zuerst den Körper zu verstecken. Also es soll halt keiner sehen, dass du dick bist. Ja. Wie viele Tipps ich gesehen habe für Bauchwegklamotten so und bla und so. Ich so, ja, da sind manche, sehen schön aus, aber ich habe halt diesen Bauch so. Und deswegen möchte ich, wie gesagt, wie du sagst, nicht den ganzen Tag im Nachthemd rumlaufen, weil dann fällt trotzdem auf, dass ich dick bin. So, es geht nicht weg, nur weil ich ein Riesenhemd anhabe. So. Aber was halt auch das Paradoxe ist, ist diese versteckenden Kleidungsstücke, die einfach erstmal, es ist bei sehr vielen dicken Personen zum Beispiel gar nicht gut, etwas anzuziehen, was zu weit ist, weil du dadurch einfach nochmal doppelt so dick aussiehst. Ne? Heißt, manchmal ist die engere Wahl tatsächlich die bessere. Das heißt jetzt nicht, dass man so eng machen muss, dass überall eine Röllchenbildung ist, und selbst dann, wenn du dich damit wohlfühlst, dann mach das, und wenn einer kommt, dann setzt du dich halt oben drauf. Ne? Also wirklich, das ist auch der Letzte, der mir so einen Spruch gebracht hat von wegen dick, das war, ist noch nicht lange her, aber das ist inzwischen für mich gar nicht mehr schlimm. Dann sag ich, pass mal auf, willst du kennenlernen, ja? Soll ich die Beine wegziehen, draufsetzen? Dann gucken wir mal, wie dick ich bin, ja? Kriegst du das aus erster Reihe mit, ne? Und dann kommen natürlich immer so Sprüche, oh, das finde ich geil, ne? Dann denke ich mir, ja, top, dann hat sich das Gespräch auch wieder beendet, ne? Aber wirklich, es ist nicht die beste Wahl, immer zu weit anzuziehen, weil das kaschiert oft nicht, sondern das sieht dann noch schlimmer aus, ne? Und in dem Sinne, ganz ehrlich, ich mache zum Beispiel manchmal Shopping-Streams. Ich gehe zum Beispiel mit meinen dicken Mädels und Jungs gehe ich einkaufen, so. Machen wir Online-Shopping. Ich weiß, wegen dir habe ich Succubus entdeckt und war so, oh, ja, stimmt, du warst auch da, ne? Ja. Weil ich mir immer denke, komm, ey, ich würde zu niemandem hingehen und sagen, ey, darf ich dir Tipps geben, weil das ist übergriffig, sein Vater. Mhm. Ich gehe niemals zu einer dicken Frau und sage, ey, ich sehe dich und ich finde dich schön, aber ich würde dich gerne einkleiden. Auch wenn, ich denke es oft, aber ich mache es nicht. Und ich sage immer, wenn irgendjemand zu mir kommt und braucht Tipps, ich gebe sofort Tipps. Ich liebe Mode. Mode ist mein Leben. Ich gebe so viel Geld für Mode aus. Ich müsste wieder ein neues Donation Goal aufmachen, weil ich schon wieder Bestellungen machen möchte, aber ich mache es einfach nicht, weil es reißt, ne? Aber ja, also wirklich, ich einkaufen alles, ne? Ja. Aber früher, das war echt die Hölle. Und ich finde es auch gut, dass es im Wandel ist. Es gibt so viele Online-Shops. Die Leute sind durch diese Online-Shops, das ist übrigens auch etwas, wo man sich safe einkleiden kann. Du musst nicht rausgehen und in die Umkleide gehen und dich von irgendwelchen pikierten Griseldas da angucken lassen. Oh, was nimmt denn der Wahl da mit in die Umkleide? Nein, du bestellst es zu dir nach Hause, bestellst am besten direkt 2, 3 Größen von einer Sache, schickst den Rest wieder um. Das ist zwar viel Aufwand, aber du kannst safe einkaufen und kannst für dich einfach beruhigt Sachen anprobieren und dich an Mode rantasten. Und das ist das Schöne am Online-Shopping und dieser Tage, dass es so viele Plus-Size-Firmen inzwischen gibt. Also das ist wirklich toll. Das hatten wir früher nicht. Die Firmen auch größer produzieren. Ja. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich brauche gar keine extra Fashion. Ich hätte einfach nur gerne Sachen in meiner Größe. So. Habt ihr Shop-Empfehlungen, wird hier gefragt. Also ich habe tatsächlich in letzter Zeit auch relativ viel bei EMP bestellt, zuletzt erst ein Bikini. Das ist halt, das Problem ist halt, dass es, was das angeht, leider relativ teuer noch ist. Und was halt ein Shop, den ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, aber der halt immer große Größen hat und wenn man es sich nicht leisten kann, was soll man machen, ist halt Shein. Ist halt kein guter Shop, aber sie haben halt große Größen. Wer bei H&M einkauft und sich über Shein beschwert, wird von mir sofort diskreditiert. Also es gibt so viele Leute, die einfach immer sagen, ja, ich gebe bei H&M, aber Shein, nee, das kann man nicht machen. Macht. Es hat so viele Vorteile als dicke Person, wenn man gerade mit Mode anfängt, sich bei Shein durchzugucken. Es gibt da auch ein paar Tricks. Zum Beispiel, Shein muss man immer darauf achten, es ist meistens Polyesterkleidung. Das ist halt einfach China-Billigware, das ist nun mal so. Das ist nicht cool produziert, das ist keine faire Kleidung. Aber faire Kleidung als dicke Person zu bekommen, die nicht aussieht wie ein Sack, ist scheinbar unmöglich. Deswegen muss man aktuell auf sowas zurückgreifen. Ich bestelle einigermaßen, ja nicht häufig, aber ich bestelle bestimmt alle 3 Monate mal was bei Shein. Und ich sag, wie es ist, da sind echt geile Sachen bei. Das geht bis ganz groß, da sind tolle Sachen bei, man muss einfach nur ein bisschen aufpassen. Und man darf nicht anfangen, Binge kaufen. Es gibt Leute, die sagen, oh, da kostet ein Oberteil 5 €, dann bestelle ich mal direkt 10. Macht es einfach nicht. Ne? Also kauft nicht so viel Müll, ne? Weil am Ende ist es dann auch Müll wahrscheinlich und wird dann eh wieder verschenkt. Aber Shein ist doch total geil, also gerade für dicke Personen, die einfach woanders nicht sowas finden, was ähnlich modisch ist.
Und es ist halt, es wird ja immer geschimpft Fast Fashion, aber ich trage tatsächlich so eine Hose von Shein jetzt irgendwie seit 3 Jahren, ja, relativ happy. Also das Ding ist, ihr müsst ja nicht die ganze Zeit da bestellen. Es reicht ja, so Outfits sich zusammenzustellen, und die kann man sich halt, wenn man kein Geld hat, trotzdem zusammenkaufen. C&A ja. hat inzwischen auch ganz gute größere Sachen. Und gerade für Goths und Alternative gibt es da relativ viel, wird bei mir auch im Chat geschrieben, hier Killstar zum Beispiel, großartig. Und was halt noch so ein Tipp ist, ist tatsächlich amerikanische Modefirmen, weil die produzieren halt oft größer. Also ich frage, bei amerikanischen Modefirmen kann ich mir easy eine L bestellen und die passt, weil es im Deutschen eher so eine XL ist. Das ist auch so ein Tipp. Das ist tatsächlich auch ein guter Punkt, weil in Amerika einfach alles größer ist. Die Menschen sind größer, die Autos sind größer, die Straßen sind größer. In Amerika ist einfach alles größer. Als dicker Mensch hättest du es in Amerika leichter, aber auch irgendwie nicht, weil du würdest wahrscheinlich noch dicker werden, weil es dazu einlädt einfach. Die haben ja so viel Scheiße da einfach, ne? Diese hochverarbeiteten Lebensmittel da, das ist ja auch schon nicht mehr normal. Aber genau, was Babsi sagt, ne? Also ich bestelle auch gerne ich habe früher gerne bei ASOS bestellt. Und das sind teilweise sehr, sehr, ASOS Curve hat sehr, sehr hochwertige Kleidungsstücke. Nur es ist inzwischen gar nicht mehr mein Stil. Das hat sich irgendwie ein bisschen was getan da. Ist auch nicht günstig. Was auch gibt, selbst bei Zalando, ihr könnt ja auch immer einfach auf Zalando gehen und einfach eingeben, nach Größe suchen. Und dann gebt ihr ein, Größe, was weiß ich, bei mir so 48, 50, 52 sind so meine Größen, die ich dann immer suche. Das kann man super filtern. Und EMP ist egal. Genau, EMP. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, Shego. Shego hatte meine Mutter hatte immer Kataloge von Ola Popkin und Shego. Und Shego war das hippere Ola Popkin. Ola! Nein! Und was ich auch immer sehr, sehr gerne mag, ist tatsächlich bei Selpie zu schauen. Selpie ist ein Gebrauchtwarenhändler für Klamotten. Da kann man seine Klamotten auch hinschicken. Und da kann man halt auch nach Größen filtern. Und da gibt es halt auch unfassbar viel Zeug. Und da schaue ich auch super gerne, weil es da eben auch andere Sachen oder so teurere Markensachen auch mal günstiger gibt. Also das kann ich auch sehr empfehlen, gerade wenn man sagt, okay, nee, ich möchte aber lieber nachhaltig kaufen, dann kann man da auf jeden Fall schauen. Weil da gibt es auch Shein-Sachen und die sind dann halt schon mal gebraucht. Das heißt, dann ist es nachhaltig. Ihr kauft es nicht direkt beim Anbieter, unterstützt sie nicht direkt. Also da gibt es auch einige Möglichkeiten. Von Medimobs gibt es jetzt auch Kleidung. Aha, guck mal. Medimobs. Medimobs, ja. Aber lol, was ich krass finde, Lucinda hat ja geschrieben, wenn man überall was in seiner Größe kriegt, kann man auch einfach sagen, Shein. Und ich muss zu 100% beipflichten, weil, wenn du keine Probleme hast und in jedem Laden was findest, Leute, die in den Pimki gehen können, also sorry, das war immer mein Traum, bei Pimki einzukaufen. Teddy Whale. Ja, dann ist... Das war so der Laden da. Und da habe ich nicht mal Ohrringe gefunden, gefühlt. In diesem Laden war eine XL so klein, dass mein Arm da reingepasst hätte, ja? Ich hätte da gerne eingekauft, es hat aber nicht funktioniert. Aber für so Leute wie uns ist einfach Shein fast, es gibt fast keine andere Lösung, weil dicke Menschen zahlen natürlich auch mehr für ihre Kleidung, weil mehr Stoff verwendet wird, ne? Also wie oft hat man das zum Beispiel, wenn man bei Zalando guckt oder so und man bestellt sich eine Markensache oder auch bei EMP teilweise. Ich bin EMP-Partner, ich sag's direkt dabei und ich liebe EMP, aber auch bei EMP, bei manchen Kleidungsstücken ab einer gewissen Größe mehr. Und man kann das jetzt auf einer Art und Weise, kann man es natürlich Diskriminierung nennen, auf der anderen Seite, ja, warum sollen denn die Leute, die Hälfte an Stoff gebrauchen, das mittragen, ist ein schwieriges Thema, ne? Aber bei Shein bezahlst du halt die ganze Zeit dasselbe für eine Größe. Es gibt, glaube ich, nur ganz wenig Kleidung, wo das wirklich ein bisschen teurer wird. Und dann reden wir über 2 Euro mehr, ne? Und deswegen, also lasst euch da nicht runtermachen, weil ihr bei Shein einkauft. Also ich kaufe da auch rein. Ja. Ja. Also wenn, bis wirklich nicht alle Läden irgendwie bessere Optionen haben, ist es halt die Option, die man hat. Und ich finde, deswegen ist es okay, das zu nutzen. Man sollte sich halt trotzdem, genau wie bei vielen Sachen, bewusst sein, was dahinter steckt. Und man muss ja, wie gesagt, jetzt nicht jede Woche alle da shoppen. Man kann ja auch gucken, gibt es sowas Ähnliches vielleicht halt auch in nicht Ausbeutung oder so, aber ja. Und vor allem ist auch immer die Menge das Gift. Bei allem, was man macht, ist die Menge das Gift. Ne? Und wenn man sich mal 3, 4 Teile bestellt und dann wirklich auch sagt, ich behalte die. Und wenn ich die nicht behalte, dann schicke ich die zurück oder verkaufe sie weiter. Dann ist man ja immer noch einigermaßen nachhaltig unterwegs. So. Ne? Und deswegen. Und was du gesagt hast, sehr, sehr teuer halt, weil alles immer nur Marken und Rockabilly, Succubus, ne? Succubus ist halt so schön. Boah, Junge, ey, ich könnte mich da drin verlieren. Da ist auch immer noch ein Kleid, was ich mir unbedingt bestellen muss. Es ist so unfassbar teuer und ich warte halt schon so lange. Und ich werde wahrscheinlich wieder so lange warten, bis es das nicht mehr gibt. Aber ja,
Ja. Boah, wir sind schon voll abgedriftet. Wir hatten Scheiße, ja auch eine Agenda, aber das ist ja voll okay. Ich finde das Gespräch richtig, richtig super. Ja, auf jeden Fall. Genau, was ich aber noch ganz interessant finde, ist halt auch so, sage ich mal, Shaming never made anybody less fat. Also das ist halt wirklich nochmal sehr wichtig, mir zu betonen, dass es nicht hilfreich ist, Leuten zu sagen, dass sie dick sind oder sie dafür zu shamen, weil es hilft nicht. Es sorgt für mehr Stress und es sorgt auch dafür, dass die Leute sich schlechter fühlen, dass die Leute sich mehr Gedanken machen, dass die sich vielleicht, dass sie vielleicht mehr essen oder frustrierter sind oder mehr Stress haben. Und halt diese Gewichtsdiskriminierung kann auch dazu führen, dass die Leute einfach noch dicker werden, weil dann eben diese Spirale wieder losgetreten wird. Okay, ich habe Stress, dann schütte ich Cortisol aus, das verhindert das Abnehmen und dann nehme ich wieder zu. Also auch wenn ihr jüngere Leute habt oder Leute, wo ich um das Gewicht sorgt, Fresse halten bitte, bitte einfach Fresse halten. Das bringt nichts. Es bringt nichts, weil ihr tragt dabei weder der psychischen noch der körperlichen Gesundheit was bei, wenn ihr das den Leuten rückmeldet. Auch keine versteckten Rückmeldungen. Ne? Es gibt ja auch manchmal dieses Versteckte, dieses wir wollen dir Hilfe zur Selbstliebe geben oder so. Das geht oft nach hinten los. Und was ich dafür auch gerne nochmal zitieren möchte, ist eine Forschung aus dem Jahre 2014. Ich habe hier meine Hausarbeit nebenbei offen. Und die Forschung, die aktuellste, deutet darauf hin, dass es halt, es gibt ja die Setpoint-Theory, das heißt, dass jeder Mensch so ein Grundgewicht hat quasi, was die Person einfach von Haus aus hat, was biologisch veranlagt ist durch verschiedenste Faktoren und das, auf das man immer quasi wieder zurückfällt, außer man isst viel, viel mehr oder viel, viel weniger, also krasse Unterernährung oder krasse Überernährung. Und man geht eben davon aus, dass dieses Set-Gewicht, dass man da eigentlich nicht viel machen kann und dass es aber bei manchen Menschen unterschiedlich hoch ist und dass selbst wenn man halt quasi dass man adipös ist, sag ich mal, und übergewichtig, dass es trotzdem möglich ist, dass dieses Set-Point-Gewicht einfach schon in diesem leicht adipösen Bereich liegt und aber eigentlich das vom Körper, sag ich mal, natürliche Default-Ding ist so. Und das finde ich halt auch wichtig zu wissen, dass halt auch viele modernere Studien halt diese ganzen gesundheitlichen Sachen, vor denen sich alle immer fürchten, nicht unbedingt so 100% unterlegen können. Also man hat zwar gewisse Zusammenhänge zwischen hohem Gewicht und gesundheitlichen Sachen, aber gar nicht mal so viele, wie man immer denkt oder wie vor allem Ärzte gerne denken. Also man sagt ja auch immer, so ein bisschen Übergewicht ist ja auch schützend und das ist ja schon relativ nachgewiesen, dass das eigentlich auch ein Schutzfaktor ist, zum Beispiel gegen Erkrankungen, wenn man so ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Und das finde ich halt auch so krass, dass das halt einfach auch gar nicht irgendwie, gar nicht berücksichtigt wird, dass es halt auch einfach sein kann, dass Leute von Haus aus halt ein bisschen dicker veranlagt sind und dass es aber einfach ihre natürliche Veranlagung ist und nicht jetzt irgendwie was sie halt falsch essen oder so. So, das, ach. Ja. War das konfus? Ich weiß es nicht. I don't know. Nee. Na gut. In diesem Sinne finde ich auch krass, also es gibt natürlich auch das andere Extrem, dass Leute dünnfeindlich sind. Aber was mir bisher tatsächlich öfter vorgekommen ist, ist dieses, ich wäre lieber magersüchtig als fettsüchtig. So Sprüche. Ist egal, wie die aussieht, Hauptsache die ist schlank und so, ne? Das finde ich zum Beispiel auch super gefährlich, so Aussagen. Denn tatsächlich im Vergleich zu sehr, 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 sehr schlanken Menschen ist es meistens sogar besser, wenn man wirklich ein bisschen mehr drauf hat, ne? Also im Vergleich, aber es wird gesellschaftlich trotzdem noch mal krasser verurteilt. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit sehr, sehr schlanken Menschen viele auch mehr Mitleid haben. So unter dem Motto, du kannst nichts dafür. Ist auch nicht immer so. Ich bekomme da viele Sachen mit und es geht auch absolut unter die Gürtellinie. Aber ich möchte einfach nur irgendwie für die Welt irgendwie nach draußen gerade mal sagen, niemand ist besser, weil er schlanker ist. Niemand ist besser, weil er dicker ist und umgekehrt. Leute, die sehr, sehr schlank sind, sind auch krank. Ne? Adipositas ist eine Krankheit, Magersucht ist eine Krankheit. Das sind alles Dinge, die einfach nicht gut für den Körper sind. Und nichts davon ist besser oder schlechter als das andere. Und ich weiß nicht, warum man das immer aufwiegen muss. Das ist für mich zum Beispiel ein Thema, was mich immer aufregt. Ja, voll. Vor allem, weil man halt wirklich nicht in die anderen Personen hineinschauen kann. Und nicht weiß, wie die Gesundheit ist. Also, ja. Und auch wie das Ernährungsverhalten ist. Weil das war immer so fies. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin.
Und die war schon immer, hatte die einen perfekt schlanken Körper. Und die hat aber gegessen wie ein Scheunendrescher, wirklich. Bei jedem Filmabend, den wir gemacht haben, hat sie das Doppelte von mir gegessen. Und trotzdem ist sie immer schlank geblieben, obwohl wir auch beide denselben Sport gemacht haben und beide zur selben Zeit ins Training gegangen sind. Also es war wirklich eigentlich vergleichbar, bloß dass ich weniger gegessen habe und trotzdem halt dicker war. So. Und das war auch schon damals, wo ich mir dachte, so, das ist so unfair, dass sie dann potenziell als gesünder eingeschätzt wird, obwohl sie halt auch wirklich Zeug in sich, also auch gesunde, also Zuckermengen in sich hier hineingeschaufelt hat, die halt auch einfach jenseits von Gut und Böse sind. So, so eine Geschichte kenne ich auch. Ich habe damals Standard-Latein getanzt, 4 bis 5 Jahre. Und mein Tanzpartner war so mein Pendant. Er war groß und sehr, sehr schlank. Also ich habe die Schilddrüsenunterfunktion bzw. Hashimoto und er hatte die Überfunktion. Und das war total krass, weil der Dude, wenn ich mit dem in Düsseldorf war, also ich habe in Düsseldorf getanzt, der hat an einem Abend 2 Bratwürste gegessen, 2 Pizzen, ein Schnitzel, also ungelogen, ich weiß nicht, wo der das hingepackt hat, weil der war so schlank einfach. Und ich sag es euch, ich habe den Burger angeguckt und bei mir war, ich hatte 3 Kilo drauf, ne? Und das war so krass, denn viele haben uns belächelt als Tanzpaar, weil es sah halt funny aus. Ich war die kleine Dicke, er war der große Schlanke. Und wir haben aber krass aufs Parkett gelegt, ne? Also, und viele Leute kamen dann wirklich auch immer zu mir und haben immer gesagt, ja, aber krass, dass du so lange durchhältst dafür, dass du dick bist und so. Und wo ich mir immer gedacht habe, Junge, what? Kennst du den Tanz Jive? Ja. 8 Minuten Jive, das war so eine Challenge in dieser Tanzschule. Ich stand am Ende noch, viele, viele Schlanke nicht. Und da hast du dann diese Kommentare geerntet, ne? Oh, das ist aber krass, dass du das jetzt durchhältst dafür, dass du... Dafür, ja, dass du Kommentare sind, so hasse ich, ne? Ja. Dafür, dass du dick bist, hast du ein echt schönes Gesicht. Was? Da gibt es auch einen Instagram-Account, den tatsächlich eine Freundin von mir bespielt. Wenigstens ein schönes Gesicht heißt der, glaube ich. Und da sammelt sie eben auch solche Sprüche über Körperdiskriminierung. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, aber genau. Das finde ich halt auch so wild, weil deswegen liebe ich es halt einfach, dass es inzwischen auch mehr dicke Content-Creator gibt, auch ein Punkt auf unserer Liste, ja. Weil ich weiß nicht mehr, ich glaube Amanda LaCount heißt sie, das ist halt eine dicke Tänzerin und ich liebe es, weil die rockt halt auch und die reißt alles ab und sagt halt nichts über die Fitness oder die Gesundheit aus des Gewichts. Es ist halt dieser Fehlschluss, dass dicke Menschen gleich unsportlich und keine Ausdauer und unbeweglich sind und das muss aber gar nicht stimmen. Weil es gibt genug Gegenbeispiele dafür, aber die sind halt nicht so sichtbar. Ja. Ja. Boah, man sieht ja deine Fettfeindlichkeit gar nicht an. Das ist ein geiler Konter, ey. Den muss ich mir mal speichern. Ja. Das ist geil. Ja. Ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwelche Erfahrungen, die wir teilen wollen? Oder wollen wir weitergehen? Wir können gerne weitergehen. Okay. Wir haben ja auch jetzt schon irgendwie super vieles auch so ein bisschen angeschnitten. Auf jeden Fall. Mir aufgefallen. Aber ich finde es super wertvoll. Ich muss gerade mal so ein Zwischendanke an dich sagen. Das ist einfach total cool. Das liegt mir so lange schon am Herzen, seitdem wir diesen Talk hatten mit Esther und Ronja und ich gesagt habe, ich muss einen Stream über Fettleibigkeit und so machen und dick in der Öffentlichkeit und du gesagt hast, jo, ich bin dabei. Seitdem habe ich mir einfach gesagt, komm, das wird einfach großartig und vielen Dank wirklich. Also das ist so wertvoll und ich glaube, da sitzen allein bei mir im Chat, ich kann das gar nicht alles jetzt mit reinnehmen, weil das wäre zu viel, ne? Aber ich lese das und ich freue mich so, dass dieses Feedback einfach da ist, ne? Ich bin auch dankbar, wie wholesome Chat einfach ist. Das ist großartig einfach. Ja. Kein Blödmann dabei bisher oder so. Das ist einfach total schön. Ja, wir haben das nächste Thema ist Vorurteile und Stereotype. Der dicke, lustige Freund. Das ist so, das ist schön gedacht, so, ne? Aber es ist halt traurig, weil so viele Beispiele, wo halt einfach dicke Menschen der Fat Funny Friends sind, der Comedic Relief, so, hier, der legt sich auf die Fresse, dann ist mal wieder lustig, so. Oder die dicke Freundin, die das Love Interest bestärkt, so. Und sich nebenbei Törtchen reinschaufelt, während die Kleider anprobieren oder so. Da fallen mir halt so viele Beispiele ein. Und das ist nicht, dass ich diese Charaktere, also dass es nicht okay ist, dass es solche Charaktere gibt, aber diese Fülle einfach, dass wenn ein dicker Mensch da ist und der ist nicht böse, dann ist es der Fat Funny Friend. Und man darf ja nicht traurig sein, sondern es ist mal ein Trauerkloß. So.
So, oh ja, oh, Trauerkloß, ja. Oh. Ja, hier ist doch mal ein Stückchen Schokolade, wenn du traurig bist und denkst ja so. Grillenzirpen? Aber du hast fette Menschen. Ist das nicht kontraproduktiv? Ja, der dicke, lustige Freund. Ich muss sagen, den Schuh kann ich mir wirklich auch anziehen, ne? Mhm. Ich bin der dicke, lustige Freund immer gewesen. Es fing ja auch damit an, dass man dann irgendwann angefangen hat, sich selber auf die Schippe zu nehmen, bevor es ein anderer macht. Und damit geht jeder Fat Funny Friend einfach los, ne? Mhm. Du bist einfach in dieser gesellschaftlichen Gruppe dafür da, um andere zu belustigen. Das ist schon mal so. Das wird aber auch teilweise von dir erwartet, weil du dick bist. Ja. Also, das ist nicht mal böse gemeint von den Freunden teilweise. Und ich will niemanden gerade dafür judgen, dass er das vielleicht auch so erwartet, weil es ist ja nun mal auch von der Gesellschaft so vorgelebt. Wir sehen es ja auch im Fernsehen, dass die Leute immer dick, die Dicken sind immer lustig oder halt böse. Und du gehst in diese Freundschaften rein und es wird quasi schon von dir erwartet, dass du lustig bist. So, und gut, mit mir haben sie den Hauptgewinn. Ich bin meistens lustig, es kann auch mal anders laufen, ne? Aber das ist eventuell auch dadurch gekommen, ne? Dass man da sich irgendwann ein Fell antrainiert hat und dann ging's los, ne? Ja, und hier wird mir gerade auch so im Chat TKKG genannt und da gibt's ja Klößchen. Oh. Und das ist ein ganzer Charakter bestand ja daraus, dass sich seine Freunde über ihn und sein Gewicht lustig gemacht haben und dass er halt immer so ein bisschen der langsame, dumme war, der dann halt hinterhergerannt ist. Und oh Gott, ey, es gibt so viel. Der heißt auch Klößchen. Genau, er heißt auch das einfach so Klößchen. Asi, ne? Das ist so gemein. Und auch so alle, wirklich auch hier, Renee Zellweger heißt die Schauspielerin von Bridget Jones, ist ja auch, geht's ja ganz viel darum. Oder hier jetzt auch bei, wie heißt dieser Musikfilm? Blonde Rebel Wilson, wie heißt der denn? Ich weiß nicht, Pitch Perfect. Pitch Perfect, da ist ja auch, das ist actually ganz, sie ist halt trotzdem der Fat Fanny Friend, aber sie ist halt auch sehr sex-positive, also es ist so ein bisschen, es nimmt diesen Stereotyp auch so ein bisschen aufs Korn, aber trotzdem ist sie halt trotzdem der einzige dicke Charakter in diesem Film so richtig. Und aber es fallen mir halt so viele Filme ein, wo halt quasi Fat Amy. Eine dicke, Fat Amy, genau, wenn da halt eine Person mitspielt, dass sie halt dann witzig ist. Und auch hier der Film mit Sandra Bullock und Melissa McCarthy, I Spy oder so, wo die halt Spione sind und die eine ist halt auch dick und es wird die ganze Zeit witzig, sich witzig drüber gemacht, so. Ach, ja, nee. Ja, das ist halt einfach krass. So, man denkt so, man ist sonst nichts wert, man hat sonst nichts zu bieten als dicker Mensch und dann musst du halt lustig sein und dann musst du gut gelaunt sein, weil sonst mögen dich die Leute ja nicht. Und das ist, glaube ich, was bei mir sich sehr auch tief reingegraben hat, was ich auch mit meiner Therapeutin schon besprochen habe, dass ich halt das Gefühl hatte, okay, wenn ich mit meiner Existenz nicht überzeugen kann, dann muss aber meine Persönlichkeit glänzen. Ja. So. Ja. Und dann muss ich aber eine gute Persönlichkeit haben. Ich muss eine fürsorgliche Freundin sein. Ich muss besonders lieb und besonders witzig sein. Weil sonst, warum sollten die sich mit mir abgeben? Es gibt ja schönere Menschen. Und das ist auch so ein, was ist das für ein Gedanke? So, was ist das für ein Gedanke? So, als ob, wenn du eine nette Freundin hast, du dann die abschreibst, weil eine andere, die genauso nett ist, besser aussieht. Hä? Hä? Ich kann das aber total nachvollziehen, weil das sind auch Dinge, die bei mir im Kopf gewesen sind. Ne? Dieses, du musst jetzt glänzen, damit du irgendeine Qualität hast. Weil du hast ja keine Qualität, weil du dick bist, weil ja das ganze Leben lang eingeredet wird von Oma, Opa, wem auch immer, Frau Kaiser aus der Grundschule. So, die wird ja permanent eingeredet, dass du nichts wert bist. Und dann fängst du an, okay, wo könnte ich jetzt ansetzen? Was kann ich denn gut? Okay, ich bin nett, ich kann gut kochen, ich kann witzig sein. Und damit machst du dich zum wertvollen Mitglied in der Gesellschaft. Und das ist total abstrus, ne, wenn man da heute so drüber nachdenkt. Das ist so krank. Und jetzt muss ich immer dran denken, wenn du mir eine Brotdose machst. Lucinda, ich mach dir eine Brotdose, weil du mein Baby bist. Oh. Und weil es auch meine Love Language ist. Also es ist, ich meine, klar, ich weiß nicht genau, woher das kommt. Maybe kommt es daher. Aber trotzdem so, es sind halt Dinge, die man auch so gerne macht. Also, und manche Dinge mache ich gerne und manche mache ich nicht gerne. Und ich glaube, das ist wichtig, dann einfach so irgendwann zu checken, okay, machst du das gerne? Ja. Weil es den Leuten eine Freude bereitet oder willst du damit irgendwie was erreichen? So? Ja. Und ich möchte einfach, dass du was Ordentliches isst, mein Kind. Das ist aber auch das Schöne mit dem Witzigsein. Ja. Ich habe für mich irgendwann entdeckt, dass das für mich gut funktioniert und dass ich einfach auch ein Mensch bin, der gerne den ganzen Tag irgendeinen Scheiß labert. Aber ich glaube, dass hätte ich mir das nicht so angeeignet, dann wäre das bei mir vielleicht gar nicht so dazu gekommen. Also ich bezweifle tatsächlich, dass ich vielleicht so geworden wäre.
Ja, und ich muss auch sagen, das hat mir, glaube ich, schon geholfen, auch meine Persönlichkeit zu entwickeln, weil ich mich halt auch sehr angestrengt habe, schlagfertig zu sein und dann halt auch vorbereitet sein wollte auf blöde Sprüche, die kommen. Und dadurch halt auch gelernt habe, schlagfertiger zu sein, weil ich war halt immer sehr, sehr schüchtern. Und ja, und heute bin ich halt so, ja, fuck you, geh weg. So, Hier, ja, also das ist total, ich glaube, wenn man das lang genug mitmacht und sich lang genug damit auseinandersetzt, dann kann man da auch groß draus erwachen. Was mir aufgefallen ist, ich hab eine Bekannte, die über die Jahre dick geworden ist. Der geht's schlechter als mir. Die kann damit nicht umgehen. Ich habe das seit der Grundschule und habe über die Jahre gelernt, wie ich trotzdem überleben kann. Auch teilweise im Notstand, im Notmodus. Aber ich habe für mich herausgefunden, wie ich damit klarkomme. Aber Menschen, die immer schlank waren, nie damit konfrontiert worden und auf einmal aufgrund von irgendwas dick werden, Krankheit, Schicksalsschläge, alles, die können da teilweise gar nicht mit umgehen. Und das finde ich so krass. Und gerade solchen Leuten, man kann jetzt natürlich sagen, soll ich denen helfen? Die haben doch bisher alles gehabt und so. Nein, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid über diese Sache hinaus, helft denen. Natürlich nur, wenn sie es wollen, ne? Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt diesen Leuten irgendwie beiseite stehen, also in dem Moment kann ich nur sagen, macht das. Ich habe einer Freundin sehr helfen können jetzt und durch viel Rat und Tat und vorsichtig rantasten und das ist einfach krass, weil du bist ja dein Leben lang nie damit konfrontiert worden. Und auf einmal hast du das. Wie willst du denn damit umgehen? Das ist etwas, was mich zum Beispiel total beschäftigt hat. So, wo ich mir dachte, okay, ich habe leicht reden, aber ich weiß ja, wie es funktioniert. Aber wie muss sich jetzt diese Person fühlen? Das ist krass. Voll. Und ich habe auch einige durch TikTok, eben durch den Algorithmus, so einige Videos reingespielt bekommen von Frauen, die halt viel abgenommen haben und die früher dick waren und die dann halt auch gemerkt haben, so, wie unterschiedlich man behandelt wird, vor allem von Männern, aber so auch was Höflichkeit angelangt, so dass Leute dir die Tür aufhalten, dass Leute dir anbieten, ob sie dir mit dem Koffer helfen sollen, dass Leute, wenn dir was runterfällt, das für dich aufheben. Und lauter solche kleinen Sachen, wo man sich denkt, das ist eigentlich basic Höflichkeit oder so, aber ist halt dann sozusagen dieser Pretty Privilege, den es ja gibt, dass halt schönen Menschen, die wirken halt eher sympathisch, denen mit dir geholfen. Und das ist auch so krass, dass es halt dann, wenn du dann abnimmst oder halt zunimmst, das ist ja dann was, was du merken wirst, sozusagen. Entweder andersrum in die positive Richtung, dass sich auf einmal Leute, dass Leute nett zu dir sind, die dich vorher nicht mit dem Arsch angeschaut haben. Das ist übrigens auch ein Phänomen, so beim Dating, ne? Dass ganz viele Leute so entweder dich ignorieren, weil du bist als fette Frau bist du nicht fuckable, oder dass sie nett zu dir sind, weil sie an deine hübschere Freundin ran wollen. Boah, also ja. Das ist mir so oft passiert, beides, entweder dass sie so nett zu mir waren und dann so, hey yo, und deine Freundin, bla bla bla, oder halt, dass die angesprochen haben und dich ignoriert haben und die haben sich schon so hingestellt, dass du eigentlich gar kein Teil des Gesprächs bist. Ja, ja. Und leider waren halt einige meiner Freunde in der Vergangenheit da nicht so sensibilisiert für und dann stand ich halt da so alleine und die haben halt geflirtet und ich war so, yeah, und war halt so, okay, ich bin auch dabei. So. Ja, genau so. Und das ist auch so eine schmerzhafte Erfahrung irgendwie gewesen, so dass du halt auch als Frau, wenn du für einen Typen nicht fuckable bist, dann kann es halt sein, dass sie dich halt scheiße behandeln oder wie Luft behandeln. Ja. Ich war vor sehr vielen Jahren mit einer Freundin, rest in peace, ich vermisse dich sehr, feiern an Weihnachten. Und die war einfach so eine wunderschöne und liebe Person. Die hatte sehr viele Kilo abgenommen, hat auf einmal genossen, dass sie ein bisschen mehr im Rampenlicht steht. So ein unglaublich toller Mensch und die war immer schön. Die war wunderschön, als sie dick war und sie war schön, als sie schlank war. Und da ging das dann langsam los. Dann bist du feiern gewesen. Klapsmühle in Köln. Name ist schon Programm, ne? So ein Schlager und Techno-Schum. Und ich dann mit meinen Metal-Klamotten, ne? Und dann stehen wir da unten und sind feiern. Und da war noch eine Freundin von ihr dabei und die war eine, die hat einfach, die war so dieses Pretty Privilege in Gold gegossen, ne? Mhm. Und da haben sich die Typen drumherum geschart. Und dann fing das wirklich an, dass ich im Club von irgendeinem Typ immer wieder angetanzt wurde. Aber auch lustig. Man merkt ja, ob man gerade verarscht wird oder. Und das ist halt auch so ein Thema, ne? Du wirst als dicke Frau, kommen Männer manchmal zu dir und tanzen dich an, weil sie vor ihren Freunden lustig sein wollen. Und ich so, ey, komm,
ich werde dann auch sehr verbal und ich bin dann auch nicht mehr nett. Ich sage dann, komm, verpiss dich bitte einfach, ne? Geh einfach weg. Ne? Ich bin da wirklich, das ist schon auch, ne? Ich bin dann auch nicht höflich. Und er so, was hast denn du jetzt? Sei doch froh, dass ich überhaupt meine antanzt. Dann ist meine Freundin sauer geworden. Ja, genau das, so dieses, ja, ja. Dann ist meine Freundin sauer geworden. Das ist so ein Paradebeispiel einfach. Und ihre, und dann als, und da war schon einer dran und der wollte sich dann auch schon einmischen. Und aber als ihre wunderschöne Freundin, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, als sie dann aber kam und sagte, ey, kannst du mal bitte in Ruhe lassen? Und dann kam der Typ, der sie angemacht hat und hat mit dem Typen, der mich angetanzt hat, einfach eine Schlägerei angefangen. Weil er sie so, weil so, boah, ich muss jetzt mich beweisen vor meinem Girl, ne? Und jetzt schlagen wir den Typen zusammen für das dicke Mädchen und für meine neue Angebetete. Und ich stehe da einfach so und denk so, okay, erstens hätte ich jetzt auch selber klären können. Also kann ich halt wirklich. Mhm. Zweitens, warum Gewalt? Und das ist so ausgeartet. Und als ich zu Hause war, das war wirklich Heiligabend, ich saß zu Hause im Bett. Und habe über diesen Abend nachgedacht und wie viele Sachen auf dieser Haufen einfach schiefgelaufen sind. Erstmal, dass man als dicke Frau verarscht wird, wird von irgendeinem, und der Typ sah nicht mal gut aus. Das war so ein richtiger Harry-Bang, ne? So, weißt du, du guckst ihn einfach an und denkst so, nee, du bist auch gar nicht mein Typ. Also, selbst wenn ich schlank wäre, ich hätte gar kein Interesse an dir. Typ tanzt mich an, verarscht mich, lacht seine Freunde an, bla bla bla, lustig. Dann kommt der eine, der die schlanke, hübsche Frau white-knightet. Dann kommt der nächste, der noch mehr white-knightet, dafür jemanden zusammenschlägt. Und ich dachte einfach, das ist ein Sinnbild für die Gesellschaft. Und warum man es als dicker Mensch einfach scheiße schwer hat. Das kam mir gerade irgendwie in den Kopf. Ja, boah, nee, wirklich. Das werde ich nie vergessen. Also, so Momente, ne? Also, da kann man ja tausend Sachen aufzählen, ne? Boah. Aber als du das eben erzählt hast mit dem, man steht nebendran und hört, das habe ich auch alles schon erlebt, ne? Ich hatte auch immer meine ganzen süßen Freundinnen. Man ist ja auch automatisch süßer, wenn man nicht dick ist, ne? Mhm. Und man muss auch nur beschützt werden, wenn man schlank ist, ne? Also, das ist auch so ein Ding, das habe ich auch gemerkt. Ja. Egal, wie kritisch Situationen beim Feiern waren, es wurde immer nur auf meine Freundin geachtet und ich musste selber kämpfen. Also, mich selber wehren halt, ne? Ich habe. Ja. Das ist schon krass. Ja, oh Mann. Da positiv Beispiel wirklich. Moshpit Crowdsurfen auf Metal Festivals. Da habe ich bisher sehr positive Erfahrungen gemacht, weil einfach da alle Mettler sehr white-knightig unterwegs waren, wenn dann irgendwie die gesehen haben, so, ich komme nicht an diesen, ich kriege gleich einen Springerstiefel ins Gesicht. Da wurde dann tatsächlich sehr viel geholfen. So. Ja. Aber das ist so eher die Ausnahme. Ist aber auch wieder andere halt Szene, so, ne? Also das, ja. Szene ist halt auch ein Ding, ne? In der Metal-Szene und in der Grufti-Szene oder Punks oder so, du wirst einfach viel mehr aufgenommen als dicke Person. Da kann ich aus Erfahrung, also aus meiner Erfahrung sagen. Auch da hast du Idioten, aber du wirst da grundsätzlich besser aufgenommen, auch Mittelalter-Szene. Ich glaube, dass ich als dicke Frau auf der Bühne so bestehen kann, ohne so viel diffamiert zu werden, das ist auch unserer Szene geschuldet, dass wir einfach eine geile Szene haben. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es halt so ein bisschen dadurch, dass es halt dieses Außenseiter-Label ist, dass halt dann da diese ganzen nicht normschönen und normalen Menschen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, halt auch eher akzeptiert waren, weil es halt egal ist, ob du jetzt wegen deines Musikgeschmacks oder deines Aussehens irgendwie diskriminiert wurdest. Du wurdest halt diskriminiert, okay, du bist jetzt, wir mögen dieselbe Musik, come on, wir sind so Best Buddies. Aber was ich halt da immer wieder sehr spannend finde, dazu habe ich jetzt keine Studie parat, aber ich habe es mal gelesen, nämlich dass zum Beispiel dicke Menschen als Pornokategorie sehr beliebt sind, aber halt so in Beziehungen halt eher nicht so im Dating, aber so heimlich gucken sie sich dann alles an, ne? Frech, schämt euch. So, ihr könntet das auch so haben, ihr müsstet nicht Pornos anschauen, aber... Hast du... You're missing out, girls and boys. Please. Hast du die Erfahrung gemacht, dass ein Mann oder generell Männer oder Interesse zu dir gesagt hat, ich hätte gerne Freundschaftsplus zu dir und würde gerne mit dir schlafen, aber nach außen hin, also öffentlich, klappt nicht, weil was würden meine Freunde sagen? Tatsächlich nicht, aber tatsächlich habe ich auch einfach sehr wenig Dating- und Beziehungserfahrung gemacht. Okay. Weil ich das Gefühl habe, ich war einfach immer nicht existent. Und ich habe auch das Gefühl, also während der Uni-Zeit, wo man so denkt, okay, da passiert sowas. Ich habe in Bamberg studiert, das ist eine sehr konservative Stadt, da waren halt lauter BWL-Justus. Und ich glaube, da war das halt irgendwie auch einfach nicht, da war ich halt einfach nicht das Beuteschema, you know? Also... Das ist mir tatsächlich nicht passiert. Ich wurde fast immer nur von richtig, richtig, richtig betrunkenen Leuten irgendwie angeschlabbert.
Aber so diese Gespräche kamen nicht wirklich dazu. Die einzige Beziehung, die ich jemals hatte, das war halt mein Freund so, und der stand halt einfach auf dickere Frauen so. Hat er mir dann auch gesagt so. Aber ansonsten, für den war das okay, dass wir zusammen sind so. Ja. Und sonst gab es da tatsächlich keine Erfahrung. Also ich meine, das ist auch nicht so schön, so dass halt einfach wirklich nur immer besoffene Typen dich angebaggert haben. Aber ja, immerhin habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass jemand nur eine F-Plus haben wollte, weil er sich für mich geschämt hat. Also, ist kein Win, aber... Ich habe mir früher durch Dating sehr viel Bestätigung geholt. Ich habe auch gesagt, dass ich früher viel feiern war und dann mich immer parat gemacht habe, ne? Und immer auch irgendwie drauf angelegt habe, so teilweise. Und tatsächlich in der Zeit war ich aber nicht so mega selbstbewusst, wie ich es halt nach außen gelebt habe. Dieses, ne, fake it until you make it. Mhm. Inzwischen I make it, früher I fake it. Und ich kann sagen, mir ist es ziemlich oft passiert, dass es hieß, du hast ein hübsches Gesicht, aber du bist mir einfach zu viel und ich könnte jetzt nicht mit dir zusammen sein, was würden meine Freunde sagen? Das ist nicht nur einmal vorgekommen. Das ist krass. Ich habe aber auch sehr viel Dating-Erfahrung und auch viel Beziehungserfahrung gehabt und gemacht und früher auch sehr, sehr kurzlebige Beziehungen immer nur gehabt, wahrscheinlich, weil ich so war, wie ich war, ne, mich schnell zufrieden gegeben mit dem, was dann gerade funktioniert hat und so. Und da sind tatsächlich auch so Dinger bei gewesen. Einer war auch mit mir mal 2 Monate zusammen und hat dann gesagt, nach 2 Monaten, ich komme mit deinem Gewicht nicht klar. Du hast einen tollen Charakter, du hast ein wunderschönes Gesicht, aber ich komme mit deinem Gewicht nicht klar. Und das sind wirklich so Sachen, also die passieren offenbar. Ja. Ja, da weiß ich ja manchmal nicht, bin ich froh, dass ich diese Erfahrung nicht gemacht habe. Aber das ist auch ein Thema in meiner Therapie tatsächlich so. Okay, halte ich mich zurück, weil ich Angst davor habe? Oder ist es so, weil ich mir denke, so, ja, du bist halt eher auf dem asexuellen Spektrum oder auf dem Demispektrum und das ist ja auch einfach nicht so wichtig. Und das ist eine Frage, die ich noch nicht geklärt habe. Ja. Ist es Angst oder ist es fehlendes Interesse? Ja. Naja, werde ich vielleicht noch herausfinden, aber ja. Bei mir als auch ziemlich frühreifer Mensch war es auf jeden Fall immer Interesse. Und das habe ich ja wirklich auch ausgelebt, ne? Und aber heutzutage passiert mir sowas nicht mehr. Wenn irgendeiner sagen würde, du bist ja, aber, ich wollte direkt sagen, Abi, weg mit die Viecher. Raus aus meiner Leitung, ne? Also das, inzwischen bin ich da wirklich komplett resolut, ne? Aber das war ich halt nicht immer. Und das muss man auch mal wirklich dazu sagen. Nee, voll, diese Unsicherheit zieht sich ja über Jahre vor allem, weil ich weiß gar nicht, ich war halt auch immer so die einzige Dicke. Ich hatte nicht wirklich Leute, mit denen ich darüber sprechen konnte. So, also ich weiß nicht, ich glaube, das erste Mal habe ich über mein Gewicht gesprochen, als ich aus der Schule raus war, so richtig mit jemandem und über Aussehen und sowas. Also und zwar mal wirklich so Real Talk. Also halt wirklich mal schonungslos auch irgendwie, weil sonst hatte ich immer Angst, meine Freunde zu verletzen, meine schlanken Freunde, wenn ich denen davon berichte, weil die dann ja auch Unsicherheiten hatten so. Mhm. Aber es ist halt nicht dasselbe. Es sind halt einfach andere Erfahrungen so. Und meine Erfahrungen negieren ja nicht die Unsicherheit als Erfahrung von anderen Menschen. Nein. Es ist bloß einfach was anderes. Und es ist nicht immer hilfreich zu sagen, ja, aber ich bin auch unsicher, wenn das halt einfach nicht generell, wenn jemand euch was erzählt von euren und sich öffnet den Gefühlen, dann heißt es, ist am besten nicht so die Reaktion, ja, aber ich habe ja auch, sondern erstmal zu sagen, okay, wow, wie geht's dir damit? Das ist richtig schlimm. Also bitte sagt nicht immer, vergleicht nicht immer. Es ist kein Wettbewerb, wem schlechter geht. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben auch als Punkt Unterschiede zwischen dicken Männern und dicken Frauen. Und das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, für dich auch, ne? Weil das ist ja oftmals, wenn man dann als Frau über sich als Frau oder andere Frauen redet, gibt es ja dann immer die Fraktion, die sagen, aber wir Männer. Und an dieser Stelle, jetzt einfach von mir gesprochen, das ist nicht, weil ich über dieses Thema nicht sprechen möchte oder weil ich das irgendwie beschönigen oder runterreden will, sondern das sind wirklich Erfahrungen, die ich gemacht habe und Dinge, die ich auch teilweise einfach selber als Theorie irgendwie so in meinem Kopf manifestiert habe. Vielleicht auch mal eine Frage an die Chats. Denkt ihr, es gibt zwischen dicken Männern und dicken Frauen einen Unterschied? In der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit generell? Oder denkt ihr, die werden alle gleich behandelt? Und das, ich fände mal wichtig, ob die Leute, was die dazu sagen. So. Oder sind dicke Männer genauso cool wie dicke Frauen oder umgekehrt? Oder? Mhm. Ja.
Ja, aber was hier auch bei mir im Chat kam, so diese Erfahrung, okay, manche Leute wollen es auch einfach von ihrer Bucketlist abhaken, mal mit einer fetten Frau geschlafen zu haben. Und so dieser Stereotyp, ja, die geben sich mehr Mühe im Bett, das ist ja auch was, was... Boah, ja, dicke Frauen geben sich mehr Mühe im Bett, das habe ich auch schon gehört. Ah, und dicke Frauen werden auch feuchter. Ja. Wisst ihr, was da bei mir... Und sind leidenschaftlicher. Ja, wisst ihr, da ist bei mir Sahara und ich sag's, wie es ist, wenn ihr mit sowas ankommt. Der Deadbutt wird noch eher akzeptiert als Bäuche bei Frauen, schreibt Sally. Ja. Mhm. Es ist auf jeden Fall ähnlich. Das Ding ist, es ist halt ab einem gewissen Punkt ist es, glaube ich, egal. Ich glaube, ab einem gewissen Dickheitsgrad ist bei Männern und Frauen bist du unten durch bei der Gesellschaft. Aber ich habe das Gefühl, dicke Männer werden als nicht so inkompetent wahrgenommen wie dicke Frauen. So mein... So, ne, dieser Teddy, oh ja, es ist ein Teddy und so, und der ist, ne, der isst halt seine Bratwürste und so. Ihr Bäuchlein. Also ich glaube, zum dicken, dickeren, älteren Mann würde jetzt niemand auf der Straße sagen, ey, Fettschwabbel. Und ich glaube, bei Frauen passiert auch dieses öffentliche Outcalling, maybe mehr, I don't know. Weiß ich nicht. Dicke Männer werden auch beleidigt. Mhm. Und von der Gesellschaft nicht unbedingt akzeptiert, aber sie werden akzeptierter. Mhm. Meine Aussage, die muss nicht stimmen. Das ist nicht wissenschaftlich belegt, also nicht, dass ich wüsste zumindest. Meiner Erfahrung nach, wie Babsi schon sagte, der dicke Teddy mit seinem süßen Bäuchlein und guck mal, die Süße, der hat ein bisschen zu viel Schoki gegessen, aber das ist ja gar nicht schlimm, ne? Das passt ja auch irgendwie zu ihm. Das passiert schon. Und bei Frauen werden viel, viel krasser dafür verurteilt, wenn sie nicht normschön, formschön sind. Mhm. Dickere Jungs haben einfach, das ist auch so ein Ding, geht ein bisschen mit dem nächsten Thema einher, dicke Menschen in der Öffentlichkeit. Wie viele dicke, bekannte Frauen gibt es im Vergleich dazu, dass es dicke Männer gibt? Sie teilen sich immer diese eine Sache, dass sie meistens witzig sind. Das ist wirklich so ein Ding. Dicke Männer sind halt auch immer witzig und das finde ich auch echt nicht in Ordnung. Aber ich glaube, es gibt mehr dicke Männer, die ernst genommen werden als dicke Frauen. Das ist in der Politik so, das ist im Comedy so, das ist generell bei Schauspielern, bei SängerInnen. Das ist wirklich, das zieht sich durch. Männer, dicke Männer werden auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr akzeptiert als Frauen. Und das kann viele Faktoren haben. Also warum ist das so, ist die Frage. Aber es ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Mhm. Ich habe halt das Gefühl, dass Dicksein bei Männern nicht so ganz dolle mit der Kompetenz korreliert wird wie bei Frauen. Weil wenn wir uns zum Beispiel, das geht schon ein bisschen in den nächsten Punkt, aber wenn wir uns zum Beispiel Ricarda Lang anschauen, was die für Hate bekommen, ist einfach gottlos. Und sie ist eine dicke Frau. So. Olaf Scholz bekommt auch Hate, aber nicht so viel wegen seinem Körper, you know? und das habe ich das Gefühl, ich glaube, das ist halt generell ein Ding, dass Frauen halt noch mehr diesen öffentlichen Pressure haben, so und so auszusehen. Und bei Männern habe ich das Gefühl, klar gibt es auch so Sixpack und so haben die auszusehen, aber ich habe das Gefühl, bei Männern ist dieser Spielraum des Okayen ein bisschen größer so. Also du kannst ein bisschen dicker sein und kannst ein bisschen lulatschiger sein, so ein lauchmäßig und ideal ist halt immer der Muskelpack, aber bei Frauen habe ich das Gefühl, dass dieses Ideal des okayen Aussehens halt einfach kleiner ist. Also, da darfst du nicht zu dick sein, du darfst auch nicht zu dünn sein, es gibt so ein ganz kleines Fenster, wie eine Frau sein darf und ich habe das Gefühl, bei Männern ist es ein bisschen, also auch von meinem Gefühl her so ein bisschen größeres Fenster, I don't know, aber das ist halt auch so, ich glaube, es gibt genug Leute, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wo wohnst du, wie ist dein Umfeld und gibt es andere dicke Menschen in deinem Umfeld, weil manchmal hat man das Glück, dass man nicht die dickste Person im Raum ist. Ja. Und dann kriegst du viel weniger Hate ab. Ich lese gerade, Ricarda Lang wird aber nicht beleidigt, weil sie dick ist, sondern wegen dem, was sie von sich gibt. Da will ich direkt sagen, ey, dieses Politikthema, das müssen wir gar nicht mit reinnehmen. Mhm. Es geht einfach nur darum, es ist total egal, weswegen sie auf ihr Gewicht angesprochen wird. Es geht darum, dass sie auf ihr Gewicht angesprochen wird. Von allen Kompetenzen, die man an dieser Frau, an jeder Frau, an jedem Menschen kritisieren kann, gehst du nicht auf eine Sache, die man nicht in kurzer Zeit ändern kann. Das macht man einfach nicht. Nichts mit ihrem Job zu tun. Nichts hat. Mit ihrem Job. Gar nichts. Nichts mit ihrem Job. Ja. Und dann da kommen ja auch so Sachen mit, da hat sie gesagt, ne, die Deutschen sollen weniger Fastfood essen oder so.
Junge, ich raste aus, wenn ich noch einmal lese, du bist fett, du hast da nicht mitzureden. Warum kann ich denn als fetter Mensch nicht sagen, Leute, ernährt euch gesünder? Und warum soll ich als fetter Mensch nicht auch mal Fastfood essen? Aber wenn du als dicke Person ja einmal zu McDonald's gehst, dann heißt es, ah, die Fetten bei McDonald's, da gehen sie jeden Tag hin, ne? Aber dass zum Beispiel Leute wie ich mit wirklich einer krassen Essstörung, ich esse viel zu wenig, jedes Mal wieder diffamiert werden dafür, dass sie irgendwie was essen oder so. Oh, furchtbar. Und ich erinnere mich an dieses eine Bild, wo da drunter geschrieben wird, die fette Sau und die soll aufhören hier, raus aus der Politik und du bist fett und du kannst gar nichts sagen, du darfst gar nicht mitreden. An welcher Stelle wird dieser Frau die Fähigkeit abgesprochen, darüber zu entscheiden, ob etwas gesund ist oder nicht? Oder ihr Kleidungsstil. Oh Junge, guck dir die ganzen dicken Politikermänner an und ja, da kommt mal ein Spruch. Guck mal, der sieht aber heute wieder witzig aus. Aber wie kann es sein, dass eine Frau, und es ist total egal, ob es objektiv, subjektiv, ob die gut gekleidet ist. Wie kann das denn sein, dass die so zerrissen wird, weil sie eine Frau ist? Eine dicke Frau. Dicke Männer werden nicht so zerrissen aufgrund ihrer Kleidung. Das passiert nicht. Genau, Lizzo ist halt ein Positivbeispiel für dicke Menschen in der Öffentlichkeit. Sie ist halt eine Sängerin und sie ist ja auch eine krasse Tänzerin, sie ist eine krasse Sängerin und trotzdem wird die auch angefeindet, obwohl die auch zeigt, wie viel sie trainiert und wie sie sich ernährt. Also du kannst es halt als dicker Mensch auch den Leuten nicht recht machen, weil die immer davon ausgehen, na, dann isst du heimlich. Das kann nicht sein, dass du dick bist und dich gesund ernährst und Sport machst. Das geht nicht. Wo wir wieder bei dem Ding von der Setpoint-Theorie sind, die ich vorhin genannt habe, dass es eben einfach Menschen gibt, die ein höheres Grundkörpergewicht haben. Oh mein Gott. Ja. Aber ja, das ist ein Thema, ne? Und ich finde, an so Beispielen wie Ricarda Lang oder auch diese Curve Maria haben wir uns ja zum Beispiel auch schon mal unterhalten. Wer von euch kennt Curve Maria? Curve Maria ist eine... Auf Instagram. Genau, auf Instagram. Das ist eine Frau, die sehr, 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 sehr dick ist. Die ist sehr, sehr plus size. Und es ist an dieser Stelle total egal, wie gesund das ist oder nicht, aber niemand hat da irgendwelche Scheiße drunter zu schreiben unter ihren Instagram. Dieser Account lebt leider davon. Das ist wirklich so, das wird auch nicht unterbunden oder so. Der ganze Account besteht eigentlich nur daraus, dass sie irgendwas hochlädt, ein Video, und dann kommt dann direkt deutsche Panzer rollen wieder und was da teilweise für Sachen stehen. Ich muss das jetzt mal raussuchen, einfach, ich will euch mal ein paar Kommentare davon vorlesen, weil das ist krank. Ich bewundere diese Frau, dass sie an dieser Stelle noch lebt und weitermacht und sich nichts antut, weil es gibt Leute, die könnten da gar nicht mit leben. Das ist so krass. Was haben wir hier? Kommentare. Und Hals hat mehr Masse als unsere Sonne. So eine Scheiße steht da. Wie kommt man auf so einen Kack? Ja. Und Seitenwenderin schreibt, sie hatten mal ein Interview, also der Kommentar wurde gelöscht von Nightbot, weil da das Wort Fotze drin vorkam. Oh. Aber hat mit Ricarda Lang mal ein Interview geführt. Sie meinte, sowas wie fette Fotze stirbt, ist alltägliches Hintergrundrauschen. Ja. Und das ist halt richtig krass. So, also dass das halt immer mit reinbezogen wird, dass die immer mit aufs Aussehen gehen, weil sie vielleicht genau wissen, dass das halt vielleicht ein Punkt der Unsicherheit ist. Also die wollen ja treffen, wo es weh tut. So, darum geht es ja bei Beleidigung, aber das bei Frauen noch viel mehr dann aufs Äußerliche. Ja. Es ist ja völlig okay, dieser Person die Kompetenz abzusprechen und zu sagen, ey du, für mich bist du nicht kompetent genug in der Position, die du gerade hast. Ja. Aber wenn du aufs Gewicht gehst, dann hast du für mich keine Argumente mehr. Also, was hat es damit zu tun? Und das ist so krass. Und auch ihre Outfits, dann werden die Outfits beleidigt und so. Das passiert doch nur bei ihr so krass, ne? Also in der Politik. Also das ist so krass und das finde ich einfach, das ist nur ein Beispiel, genau. Wir brauchen jetzt hier nicht Politik machen oder so. Mir ist es total egal, was sie macht an dieser Stelle. Ich finde es nur nicht egal, wenn auf ihr Aussehen gegangen wird, weil das ist nicht fachlich, das ist nicht sachlich, das ergibt keinen Sinn, das schürt nur Hass an der Stelle, wo wir den nicht brauchen. Also ich glaube, wenn man die Kraft woanders reinstecken würde, wäre sinnvoller. Paul, und deswegen finde ich es halt auch immer kritisch, wenn man zum Beispiel, sag ich mal, gegen die AfD schießen möchte und dann halt das Aussehen der Leute beleidigt, weil es gibt genug Gründe, warum diese Typen einfach absolut Panne sind. Und das ist auch so ein Punkt, den ich euch mitgebe. Wenn ihr Leute beleidigen wollt, dann sucht euch was anderes außer das Aussehen. Egal, was für ein Volldepp das ist, wenn ihr das Aussehen der Leute beleidigt, dann ist es halt die Leute in eurem Umfeld, die dick sind, die lesen das. Ja. Die lesen das und die sehen, was ihr damit vielleicht auch in Verbindung bringt. Und das ist nicht so schön.
Ja, oder Gym. Oh, Gym ist ein gutes Beispiel. Ich war mal in einem All-Women-Gym und dachte eigentlich, okay, gut, da sind nur Frauen, da traue ich mich vielleicht Sport zu machen. Ich habe da so viele unangenehme Blicke auch zugeworfen bekommen. Das war ja keine schöne Erfahrung, ja. Also ich war da eine Zeit lang, aber bin dann auch... war dann auch so, nee, irgendwie fühle ich mich da auch nicht wohl, so. Wo ich mir denke, so, das ist genau das, was all diese Mobber angeblich immer wollten, dass ich ins Gym gehe und abnehme. Warum kriege ich jetzt hier auch doofe Blicke zugeworfen, so. Mm. Ah, deswegen mache ich halt lieber zu Hause Sport oder gehe schwimmen. Schwimmen liebe ich sehr, sehr gerne. Bei mir ist ja das Schöne, aber dass da waren auch schon viele Wahlwitze. Oh, ah, ja. Wie kreativ, Leute, lasst euch, bitte, wenn ihr mich aufgrund meines Aussehens beleidigt, dann will ich nichts außer unter diesem Schaftampon lesen, weil das war schon mit das Kreativste, was ich jemals zu hören bekommen habe, ja? Ich bewerte das dann. Also, meine Gym-Erfahrung ist, ich bin froh, dass ich im Gym dann auch keine Brille trage, weil dann sehe ich die Blicke nicht so krass, aber die sind schon da, ne? Also, ich bin eine Zeit lang immer mit meinem Mitbewohner gegangen. Und teilweise, weil mir das so unangenehm war, dass ich wirklich da richtig krass beäugt wurde, habe ich dem gesagt, er soll sich vor mich stellen. Ne? Dann hat er sich wirklich teilweise vor mich gestellt und Blicke abgeschirmt. Weil da sind Leute, du denkst dir so, ey, ihr seid doch, warum freut ihr euch nicht, dass ich gerade hier bin? Warum freut ihr euch nicht, dass viel mehr Leute Bock haben, was an sich zu tun? Warum freust du dich nicht oder machst einfach nur deinen eigenen Shit? Weil das wäre ja am allerbesten. Ich gucke mich da auch nicht um, so. Das, wenn mal was ins Auge springt, meistens irgendwie Frauen, die irgendwie so mega krasse Gym-Outfits haben oder so, aber das springt mir auch nur ins Auge, weil die mich immer so abfällig angucken, ne? Weil ich mir denke, jo, wenn ich dein Outfit anhätte, wird echt nicht gut aussehen. Freu dich, dass du dein Outfit anziehen kannst, freu dich, dass du dein Ding hier machen kannst und wenn du angeguckt wirst, wahrscheinlich bewundert wirst, aber lass mich doch einfach, man sieht ja an den Blicken schon, was sie denken. Ja, es ist halt wirklich, dass manche Menschen sich einfach an der Existenz von dicken Menschen stören, wenn sie sichtbar sind. Das heißt, dass ein dicker Mensch es wagt, dir unter die Augen zu treten und irgendwie Platz ein. Das ist halt dieses Thema, dass du es wagst, Platz einzunehmen. Und als dicker Mensch nimmt man nun mal mehr Platz ein. Sei es im Zug oder im Bus oder wenn man sich irgendwo durchquetschen muss, so man nimmt mehr Platz ein. Aber manche Leute haben so einen Hass, einen wirklich angeborenen, internalisierten Hass auf die Existenz von dicken Menschen. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist nicht mehr schön. Oh. Das ist, ja, ich verstehe es halt auch nicht, ne? es ist halt, viele Leute beschweren sich über dicke Menschen, machen es denen aber auch nicht einfacher. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo ich mein Studium gemacht habe in Köln. Ich habe nicht lange studiert, ich habe soziale Arbeit angefangen und habe dann aufgehört, als ich gemerkt habe, dass Musik eine coole Sache ist und ich damit auch irgendwie langsam so, also es ist immer noch nicht gut. Man lebt da immer noch nicht geil von so jetzt am Anfang von der Karriere, aber es klappt ja und ich habe irgendwann halt aufgehört wegen Twitch und Musik. Und in der Zeit, wo ich in der Kölner Bahn saß, wie oft habe ich mich irgendwo hinsetzen wollen und es war furchtbar. Ne? Also du willst dich in diese Bahn neben einen Menschen setzen und der ist so schlank, dass du dich da wirklich prima hinsetzen kannst und trotzdem kommen die Kommentare, setzen Sie sich bitte nicht auf mich drauf und so eine Scheiße. So, hey, what the fuck, hier sind 10 Zentimeter zwischen uns, so, wo setze ich mich denn auf dich drauf, ne? Das sind so krasse Sachen, die da einfach passieren in der Öffentlichkeit, ne? Das ist echt furchtbar. Ja, stimmt. Sportkleidung gab es lange auch nicht in größeren Größen. Und ich erinnere mich dran, als ich glaube, entweder Nike oder Adidas mal eine Kampagne mit dicken Menschen in Sportkleidung gemacht hat. Mein Gott, war da ein sozialer Medienaufschrei. Was denen denn einfallen könnte, hier das zu promoten. Und das ist ja sowieso, wenn du dich als dicker Mensch in der Öffentlichkeit zeigst, dann bist du ja sowieso immer pro Fettleibigkeit und glorifizierst das und du denkst dir so, hallo, ich möchte einfach nur existieren und nicht dafür geschämt werden, dass ich existiere. So, ich möchte hier gar nichts glorifizieren, ich möchte einfach nur mein Leben leben, die Dinge machen, die alle anderen Leute in der Öffentlichkeit auch machen können. Und nicht wegen meinem Aussehen dafür gehatet werden. So, hate mich wegen meiner Persönlichkeit, hate mich wegen der Scheiße, die ich baue, aber hate mich bitte nicht wegen meinem Aussehen. Das ist so unnötig. In meinem Chat steht, ich würde niemals ein Bikini tragen. Ich bin ehrlich, ob ich einen Badeanzug trage oder ein Bikini, man sieht sowieso, dass ich dick bin. Ich trage ein Bikini, ne? Ich habe so einen wunderschönen Melonen-Bikini. Also ich sehe aus wie eine laufende Melone damit. Das ist so süß. Ich weiß nicht, der Bauch ist ja, den sieht man eh durch das Ding durch, ne? Warum soll ich kein Bikini tragen? Wenn die Leute sich dran stören, ist deren Problem, ne? Aber ich gehe auch in die Sauna, ne? Und so. Ja. Also.
Mein Ding, warum ich eher Badeanzüge trage, ist tatsächlich, weil ich bisher sehr wenig Bikinis gefunden habe, die das hier so ein bisschen halten können. Das ist ein Ding, aber ich habe mir jetzt bei EMP diesen Ariel-Bikini bestellt, weil ich gesehen habe, den gibt's quasi mit meiner Körbchengröße. Moment. Er ist ein bisschen klein, aber halt diese quasi diese lila Cups und dieses, dieses Dings und dieses Unterteil. Und ich habe es halt bestellt und ich habe es anprobiert und ich war so, okay, das ist ein bisschen sehr dolle. Das würde ich wahrscheinlich jetzt nicht alltäglich zum Schwimmen anziehen, weil ich glaube, da wird schon sehr viel rausfallen. Aber der ist halt perfekt zum Sonnenbaden oder zum mit Freunden der schwimmen hier? Gehen. Ja, genau, den habe ich halt jetzt und ich war so, oh mein ich Gott, den ist dir. Meiner Größe. So, und, ich kaufe mir den auch. Ja, der ist halt so geil, wirklich. Also es ist halt wirklich, es ist ein bisschen, noch mal eine Größe größer wäre besser, gab es leider nicht. Aber es ist so, wo ich mir sage, okay, ich kann es noch anziehen. Es ist nicht so, es ist nicht ganz so Pornodarstellerin-mäßig. Das ist ja auch eh immer ein Thema, wenn du Brüste hast. Also ich habe so oft auch als Teenie schon ganz normale Sachen angezogen und habe so ekelhafte Blicke bekommen, wo ich mir immer denke, so, ja, gleich fällst du rein. Es tut mir leid, dass sie da sind, so. Wo ich mir denke, so ganz viele Sachen, ich will die einfach normal anziehen und habe einfach einen übel krassen Ausschnitt. Und das ist dann immer so eine Einladung für so, ich sag spezifische Männer, so, you know? Weil Frauen starren nicht so unangenehm. Ich weiß nicht, Frauen können es ein bisschen besser, aber Männer sind dann wirklich immer so. Und du denkst dir so, manchmal wünschte ich, ich könnte so einen Jumpscare einbauen, weißt du, dass wenn da jemand so lange hinschaut, dass so ein kleiner, so ein Kastenteufel das ja! ausschlägt und die so erschreckt, so von wegen so, ja, fucking, ja. Als ich angefangen habe zu streamen, 2017, habe ich WoW gestreamt und war da, also zu dem Zeitpunkt gab es nicht so mega viele Frauen, die WoW gestreamt haben. Und ich habe sehr kompetitiv auch gespielt und so und ich hatte dann auch immer ordentlich Zuschauer und Zuschauerinnen und ich habe schon immer Ausschnitt getragen. Das ist einfach schon immer mein Ding gewesen. Ich habe halt auch was an der Schilddrüse. Ich hasse zum Beispiel Sachen, die zu eng am Hals liegen an manchen Tagen. So schöne Tätowierungen da oben. Dankeschön. Also, ja, die hatte ich ja früher nicht, aber ist ja total. Ja. Aber ich finde meine Brüste halt auch schön und für mich als Mensch mit Lipödem, wenn ich machen würde, ich müsste ja eigentlich jeden Tag Vollkompression tragen. Und zu der Zeit habe ich Vollkompression getragen, bis unter die Brust tatsächlich Strumpfhose und teilweise die Armstrümpfe. Und die einzige freie Haut, die ich hatte, war nun mal dieser Bereich hier. Und den habe ich mir nicht lähmen lassen. Und dann kamen die Leute rein. Und Tittenstreamer. Tittenstreamer war früher ein Wort auf Twitch. Inzwischen ist es viel normaler geworden, dass Leute Ausschnitt tragen. Aber auf meinem Twitch, wo Gaming gemacht wird, gibt es keine Brüste. Es gibt ja immer noch diesen Mythos vom Tittenbonus. Also das, genau. das kriegen alle Frauen ab so, ja, du hast ja nur Follows, weil du eine Frau bist und die Leute sind scharf auf deine Brüste. Und ich denke mir so. Das war 2017, aber auch noch heftiger, habe ich das. Also ich habe das die Wahrnehmung, dass es wirklich früher noch heftiger war. Dann habe ich mir teilweise, weil ich erstmal total verunsichert war, wirklich T-Shirts gekauft für Männer und saß dann da, habe die 2 Tage angehabt und dann habe ich das Ding auch wieder gelassen. Und dann finde ich es aber krass, dann kamen auch teilweise andere Streamerinnen rein und haben das auch bei mir gemacht. Das war ganz krass, da wurde ich von anderen Frauen für meine Oberweite blöd angemacht. Bin dann bei denen reingegangen und haben gesehen, die tragen genau dieselben Spaghetti-Tops oder ne, also ähnliche Spaghetti-Tops, aber haben eine kleinere Oberweite. Und dadurch fällt es einfach nicht so ins Gewicht. Ne? Und ein A-Körbchen oder ein B-Körbchen in einem Spaghetti-Top sieht halt nicht so Attacke aus wie halt ein E-Körbchen oder so. Mhm. Ne? Und dann habe ich irgendwann einfach nur gesagt, Leute, bei wem ist es denn in Ordnung? Ja, da und da sage ich, die trägt doch auch Spaghetti-Tops. Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen runtermachen. Boah, ja, echt. Das ist immer, da bricht immer so mein Herz, weil es tut mir leid, das klingt voll gemein, aber so von Männern bin ich es nicht anders gewöhnt. Ja, ja, ja. Und das excludet wirklich alle Männer in meinem Chat. Ich liebe die Männer in meinem Chat. Ihr seid die Positivbeispiele. Und mein Herz gehört euch. Ja. Aber. Kann ich übrigens auch nur sagen zu meinem Chat, ne? Also wirklich alle top. Wirklich, aber so, das ist nochmal eine besondere Enttäuschung, wenn andere Frauen das machen und dich wegen deines Aussehens runtermachen. Ja, also ich habe dann irgendwann dazu tendiert, okay, du beleidigst mich, weil ich zu viel Ausschnitt zeige, ich mache so und noch schlimmer. Das ist dann tatsächlich auch eine Phase bei mir gewesen. Ich habe teilweise echt sehr sexy da gesessen. Und ich muss sagen, ich habe es auch genossen, ne? Weil es gab ja natürlich auch die Leute, die das dann gut fanden. Männlich wie weiblich. Und das finde ich immer sehr schön. Ich mache da ja auch keine Unterschiede tatsächlich. Und ich fand das immer schön. Ich hatte immer eine sehr, sehr hohe Frauenquote trotzdem. Und das war früher tatsächlich ein Qualitätsmerkmal auf Twitch. Als Frau eine hohe Frauenquote zu haben, ne? Also das war schon cool. Und wenn ich da heute so drüber nach, die Busenkommentare damals, ne? Ja, ja. Wir hatten irgendwann einen Command, weil irgendjemand kam beim reinen Ausrufezeichen BH gemacht.
Und dann hatten wir irgendwann als Kommentar, hatten wir da irgendwie eine geile Antwort irgendwie dann so, ne? Mhm. Und also wir haben wirklich irgendwann einfach aus der Not eine Tugend gemacht und haben es da einfach nur drüber lustig gemacht oder so, ne? Oder es gab das Meme, für 50 Euro kriegst du meine BH-Größe. Das war damals, das war wirklich, die Leute haben es wirklich versucht. Und ich habe gesagt, seid ihr blöd? So, keine Ahnung, ich kann sie gerne refunden, aber nö. Aber get that cash, so, hä? Das ist geil, oder? Also wirklich dumm, ne? Hammergeil, und wir haben irgendwann einfach die Leute nur noch veräppelt damit, ne? Aber, ja, voll. Aber was willst du auch sonst machen? Aber wir alle gucken gerne Bubis. Das ist auch voll okay, Bubis anzuschauen. Aber es gibt halt einen Unterschied, ob du so guckst auf der Straße und deine Augen dafür, weißt du, es gibt einen respectfully starren und es gibt einen nicht respectfully starren. Und ja. Weißt du, was mir oft passiert auf der Bühne? Mhm. Harry Bang. Dein Bühnenoutfit ist auch so sexy, wirklich. Ich war so, als wir uns auf dem Pulveraffen-Konzert gesehen hatten, da konnte ich nicht mehr respectfully starren, weil ich war so, Ich kann nicht aufhören, Wellenbewegungen mit meinem Körper zu machen. Also, aber weißt du, Bühne, Harry Bang. Ja. 55 Jahre alt. Steht da. Das ist eine Zoom-Bewegung. Also, ne? Das ist so oft, und ich sag's dir, wir gucken uns auf der Bühne nur noch gegenseitig an. Jungs und ich. Wir gucken uns nur noch an und kriegen einen Lachkick. Weil du kannst nichts dagegen machen. Die filmen deine Brüste sowieso, ne? Aber... Junge, hast du, es gibt, also du kannst es auch googeln. Dann musst du nicht mal selber Fotos machen. Das ist wirklich diese Bewegung, du weißt einfach, was da passiert. Oh, no. Und du kannst nichts, es ist jedes Mal unangenehm. Und ich würde auch jedes Mal am liebsten sagen, pass mal auf, sonst gibt gleich einen Roundhouse-Kick, ne? Dann ist das Handy weg, ne? Aber du kannst nichts machen. Du singst gerade deinen Song. Manchmal versinge ich mich dann auch, wenn ich dann darüber nachdenke. Also es passiert dann wirklich auch, dass mich das wirklich komplett irritiert. Und ich hoffe auch immer, dass wenn irgendein Fan das sieht, dass das jemand macht, dass der einfach hingeht und dem sagt, ey, komm, mach dich ab. Aber ich glaube, ich würde dann diesen Hoppala-Move machen und dann irgendwie so mit meinem Becher drüber schütten oder so. Boah, egal. Das ist einfach... Das ist einfach großartig. Rapunzel hat sich geoutet. Rapunzel hat sich geoutet? Ja, ja. Witziger. Also ich glaube, das ist ein Witz gemeint. Ach so. Du sollst dich nicht, du sollst nicht von der, über mich lästern hier im Konzert. Hat sie geschrieben. Ach so. Nee, Rapunzel ist meine Mittelaltermarktmama. Ja, ach so, siehst du, ja. Du Drecksäckin. Ja, es ist halt, boah, das ist so krass. Ich meine, das passiert vielen Künstlern und nicht, das hat auch nichts mit Dicksein zu tun oder so, aber das ist schon krass. Dadurch, dass ich mich präsentiere, wie ich mich präsentiere, denken auch viele Leute, dass sie dann ankommen dürfen. Es gibt ja auch die Leute, die den Holy Diver machen und einfach ihren Kopf in meine Brüste reinstecken und so, ne? Ja, das sind ja auch Sachen, die passieren. Disgusting. An der Stelle übrigens große Empfehlung für den Talk von Moon Mermaid und Esther und wer war noch dabei? Die Ronja von den Habenichtsen. Ronja von den Habenichtsen zum Thema Sexismus in der Musikbranche. Auch großartiger Talk, wirklich. Und auch schockierend und ekelhaft und Können es ist, in der Öffentlichkeit sein ist halt immer eine Sache. Und ich finde, es ist halt keine Ausrede dafür, egal ob du dick bist, egal ob du eine Frau bist, bloß weil du in der Öffentlichkeit stehst, ist es halt kein Freifahrtschein für Scheißverhalten. So. Ja, man muss vielleicht mit mehr öffentlicher Kritik rechnen, aber wie gesagt, es gibt halt so Dinge, so sind die Teil des von dem, was du tust? Sind die relevant? Ja. Musst du das sagen? Kannst du dir das auch nur denken? So, weil das ist halt immer noch was anderes, wenn du dir das denkst und wenn es persönlich nicht dein Geschmack ist, dass jemand dick ist, es ist ja auch voll fein, like no hate. Ich habe auch bestimmte äußerliche Präferenzen bei Menschen, die ich attraktiver finde und nicht attraktiver. Aber ich gehe nicht hin und schreibe jemanden, der diesem Idealbild in meinem Kopf nicht entspricht, hin und beleidige den so, weißt du, so. Du hast aber keine schwarzen Haare, färb dir gefälligst mal die Haare, damit du für mich attraktiv bist. So. Lass dich mal tätowieren, du nacktes Stück Fleisch. So. Hä? So, Also, das ist wieder dieses, wenn du etwas nicht in kurzer Zeit ändern kannst bei jemandem, dann mach es einfach nicht. Ne? Das ist so wirklich, ich finde, das ist so ein guter Leitsatz einfach. Hat da jemand Akne?
du gehst nicht hin und sagst, ey, du hast aber Akne, ne? So, das finde ich jetzt scheiße, so. Kann der Typ nichts dran ändern? Lass, ne? Und das ist halt, das ist genauso mit zu dick sein, zu dünn sein oder generell einfach der gesellschaftlichen Norm nicht zu entsprechen. Wenn du es bei der Person nicht ändern kannst und die Person es nicht ändern kann und vielleicht auch nicht will, lass sie einfach damit in Ruhe. Ja. Das ist so ein, ich glaube, wenn viele Leute sich das einverleiben würden, dann wird das Ganze alles ein bisschen einfacher sein. Ja, und einfach generell weniger Äußerlichkeiten kommentieren. Ja. Also wirklich, es ist meistens nicht nötig. So. Genau. Du hast was zwischen den Zähnen, dein Hosenboden steht offen, kann man super schnell ändern, kannst du darauf hinweisen. So. Ja. Ja. Ja, genau das! Aber das kann, also so, alles andere ist halt okay. Und was willst du mir da jetzt damit sagen? So? Ich muss sagen, es gibt eine Sache, die ich bei Freunden anspreche. Mhm. Aber auch bei Freunden. Zum Beispiel, wenn jemand riecht. Ja? Mhm. Also, ich hatte damals eine Freundin, die einfach sehr, sehr stark immer gerochen hat. Und da habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich habe dich ultra lieb, aber es ist mir unangenehm, dir zu nahe zu kommen, weil ich das Gefühl habe, du hast nicht das richtige Deo oder so. Ich finde auch, dass sowas wichtig ist unter Freunden, aber das sieht auch wieder jeder anders. Aber ich finde, wenn ich etwas habe, wo ich meinem Freund wirklich gerade helfen kann und das wirklich verbessern kann und wenn jemand mieft, dann mieft er halt, ne? Und wenn du dem dann helfen kannst, so, ich bin der Mensch, ich spreche es an, ich habe dafür auch schon Hate bekommen, und es ist auch wieder ungefragt, einfach zu jemandem gehen. Aber das ist etwas, das kann man ändern. Du kannst sagen, ey, Rexona Cotton Dry ist ein super Stick, so, benutz den mal oder so. Oder willst du es überhaupt hören, so, aber das ist jetzt mein Grund, warum ich dir gerade nicht nahe kommen will oder so. Sowas ist für mich wieder in Ordnung, was auch für andere auch wieder nicht in Ordnung ist. Aber das ist halt wieder etwas, was man ändern kann, ne? Es ist halt auch was anderes, wenn man das im Privaten irgendwie in einem zweisamen Gespräch anspricht oder vor allen Leuten. Boah, ja. So, dann ist es halt wirklich eher dieses öffentliche Bloßstellen. Das muss halt auch nicht sein. Ja. Ja, Kritik zu dem, was Leute tun, aber halt nicht so, wie jemand aussieht. Amen. Ja. Amen. Ganz genau. Manchmal würde ich mir viel, viel lieber Kritik, also ich würde mir auch gerne Kritik zu mir zum Beispiel anhören, weil ich weiß einfach, dass ich oft over the top bin. So. Ich bin oft over the top, ich bin laut, ich bin forsch, ich habe mein ADHS und ich raste aus und so. Und auch daran kann ich an vielen Dingen nichts ändern. Aber da wäre es mir viel lieber, dass Leute mich manchmal darauf ansprechen würden und man damit vielleicht irgendwie Freundschaften oder Bekanntschaften retten könnte, indem man einfach mal Dinge anspricht. Aber sowas wird da meistens nicht angesprochen. Da hält man sich dann einfach zurück und dann wird der Mensch abgeschrieben, ne? So. Und das sind halt Dinge, wo man vielleicht auch selber dran arbeiten möchte, aber man muss erstmal wissen, dass man sich irgendwie da ändern müsste oder vielleicht das eine Option wäre, ne? Ja, voll. Vielleicht mal auch so Dinge. Da bin ich sehr dankbar, dass ich inzwischen einen Freundeskreis habe, wo wir auch sehr offen ansprechen, wenn jemand irgendwie unhappy mit dem Verhalten oder so ist. Ja. Und so meinte, hey, yo, das finde ich nicht so ganz cool, was du da gesagt hast. So. Aber auch das ist halt nicht dieses Vorwurfsvolle, sondern wirklich eher so, lass uns da mal drüber sprechen, halt so. Ja. Das ist halt auch was anderes, als wenn du das machst oder halt direkt mit der Keule kommst, ja. Aber wir hatten es gerade vorhin so ein bisschen von Influencerinnen. Und hast du, also ich habe ja vorhin gesagt, diese eine Tänzerin, Amanda, ich gucke nochmal, wie sie heißt, weil ich würde super gerne auch ein paar positive Leute und Accounts den Leuten mitgeben. Also uns beide natürlich, wir sind hier. Ja, yeah, guckt rein bei den Girls. Auf jeden Fall, weil ich finde, es ist auch cool, wenn man seinen eigenen Social-Media-Feed ein bisschen bereichert durch dicke Creator. Und genau, Amanda LeCount, Breaking the Stereotype, ist eine dicke Tänzerin. Ich finde, ihre Ausstrahlung ist so super, die ist so positiv und die rockt wirklich so, die macht so Lust auf Tanzen. Das ist echt der Hammer. Und hier Curve Maria mag ich super, super gern. Nee, nicht Curve Maria, ist, nee, nee, das ist der Account, wo man sich fragt, ob das sein muss. Nee, genau. Da muss man auch drüber reden, ne? Weil das ist schon krass. Weil das, was die da machen, meiner Meinung nach, das ist auch unnötig Hass schüren, ne? In die Richtung, ne? Das ist schon auch schwierig. Nee, Anna Kova. Ich denke immer, die heißt Maria aus irgendeinem Grund, aber sie heißt Anna Kova. Und sie ist halt eine dicke Fashion-Influencerin und sie zeigt halt immer Outfit-Inspo. Also wenn ihr euch vielleicht auch als dicker Mensch irgendwie gerne mal Fashion-Sachen reinschauen wollt, dann sie macht halt super viele Styling-Tipps und verschiedenste Outfits und zeigt sich halt auch immer in Unterwäsche und ich finde es auch super schön normalisierend halt diese Leute und diese Körper auch im Feed zu haben und ich finde, das macht auch was mit dem Social-Media-Feed, wenn man eben nicht nur norm schöne, perfekte Menschen da hat. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, Megan Jane Crabb, die hat auch ein tolles Buch rausgebracht. Das ist eine amerikanische, die hat bunte Haare, die hat ist LGBTQIA+, Ellie hat einen wunderschönen, sexy Trans-Hubby. Wirklich, ich bin so neidisch auf deren Beziehung, weil die so
wirklich Relationship Goals. Ja. Aber die hat pinke Haare, die färbt sich sogar die Achselhaare. Das ist Icon. Musst du mir übrigens alle mal auch Iconic. Schicken, ne? Also ja, warte. Ich hau die in meinen Chat und ich weiß nicht, kann ich bei dir Links posten? Da wäre ich dann gebannt. Nee, warte mal. Weißt du, wir machen das jetzt diese. Oh, Tom. Moment. Timeout hier. Ja, warte. Upsi. Jetzt darfst du. Und das war sowieso überfällig. Ich vergesse sowas immer. Ich bin noch im Timeout. Warte, jetzt nicht mehr. Jetzt, danke schön. Oder? Ja, das weiß ich gerade nicht. Gucken. Aber, warte mal. Ja, jetzt darf ich wieder. Oh, danke schön. Hier. Da, das ist Anna Kova, die macht eben so Fashion-Zeug. Das ist Amanda, das ist eine coole Tänzerin. Echt richtig Hammer. Ich habe so Bock zu tanzen, wenn ich sie sehe. Und ich mache auch super gerne Dance-Workouts. Und das ist Megan Jane Crabb mit ihren pinken Haaren und ihren pink gefärbten Achselhaaren. Wie cool. Also ich meine, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mir den Aufwand machen würde, aber ich finde es einfach geil, dass sie es macht, you know? Ich kann das wirklich begrüßen hier. Pinke Achsel, weißt du, du färbst dir die Achselhaare. Wie cool ist das denn? So. Einfach der Hammer. Tanzen ist übrigens auch so ein Ding, ne? Als dicke Person tanzen wird ja auch sehr, sehr häufig dann, ne? Das will man doch nicht sehen. Ganz ehrlich, ich stehe da auf der Bühne. Ich habe früher Bauchtanz gemacht, unter anderem, ne? Ich mache da meine Dance-Moves, wenn da einer was gegen hat, ne? Dann kriegt er die Hüfte, ne? Also, zack. Das ist wirklich Tanzen. Gerade als dicke Person tanzen ist so ein schöner Sport, den man einfach mit jeder Körperform machen kann. Du kannst natürlich jetzt nicht unbedingt Breakdance machen, wenn du zu viel Gewicht mitbringst und die Kraft nicht hast, um das zu stemmen. Das aber muss man selbst, halt üben. Selbst das kannst du üben, wenn du genug Muskeln hast. Kannst du auch, also wenn du dick bist, du kannst das, was du dir aneignest und was du dir erarbeitest. Und das kannst du mit jedem Körper. Es gibt Limits, es gibt Behinderungen, die dagegen sprechen. Aber wenn du grundsätzlich ein gesunder Mensch bist, kannst du dir das aneignen? Ne? Ob du dann Taktgefühl hast, selbst das kann man lernen. Ne? Der eine kann es besser, der andere nicht. Mhm. Aber ja, darf ich auch bei dir was reinposten? Weil ich habe zum Beispiel... Ja, super gerne. Bist du, ich glaube, du bist sogar schon VIP. Meine... ich habe es auch vergessen, siehst du? Alles gut. Tess Holiday, oh mein Gott, ja, ich liebe sie. Vielleicht, oder du postest es, weil ich kann es, glaube ich, immer noch nicht posten. Ich sehe es, hatte... Jetzt, du müsstest aber, glaube ich, jetzt auf jeden Fall ge-VIP'd sein und nicht gebannt. Aber er macht trotzdem nicht. Egal. Oh, no. Tess Holly, also poste ich auch bei mir, ist für mich zum Beispiel meine erste Fettfluencerin gewesen, die ich richtig cool fand. Diese Frau war für mich eine Zeit lang echt ein Vorbild. Die hat, glaube ich, auch Lipödem. Also es sieht zumindest auch so aus. Ich weiß nicht, ob es am Ende so ist. Aber es sieht sehr, sehr danach aus, als hätte sie Lipödem. Und was die zum Beispiel macht, ne, also das traue ich mich teilweise auch nicht, ne, zum Beispiel im Bikini am Ende ins Schwimmbad oder in die Therme, ja, kriege ich hin, weil es einfach die Umgebung hergibt. Aber ich würde zum Beispiel niemals in einem Spaghetti-Top rumlaufen. Also ohne eine Jacke drüber. Weil durch mein Lipödem, und ich hatte ja tatsächlich eine Armoperation, und meine Haut hängt runter. Ich habe hier so, wenn ich jetzt nichts anhätte, würde der Arm bis hier hängen. Ich habe so Batman, ich sag mal, ich bin Batman, ich habe Flügel. So, keine Ahnung. Das ist zum Beispiel das, was ich nicht hinbekomme. Ich trage richtig kurze Röcke. Hier, steh nochmal auf, guck meinen Rock an. Ja, schau es. Ja. Schau. Meine Strumpfhosen, Snack-Thighs, auch für dicke Frauen. Ja, Snack-Thighs. Okay. Alles kein Problem, aber meine Arme... Die kann ich nicht zeigen. Ich zeig meine Arme nicht. Jeder, der mich kennt, oder kaum jemand, der mich kennt, kennt meine Arme. Also meine Oberarme. Und das fällt vielen gar nicht auf, weil ich das immer schön style und so. Und auf dem Mittelaltermarkt, wenn ich meine Kleider anhab, viele Kleider sind eigentlich ärmellos, aber ich ziehe einfach ein Oberteil drunter, damit man meine Arme nicht sieht. So, also das ist meine Schwachstelle, meine Arme. Ja. Wie oft habe ich schon gehört, Arme wie ein Preisboxer? Boah, ja, wäre ich jetzt noch Preisboxer, ne? Also ganz ehrlich, wenn ich wenigstens Preisboxer wäre. Bin ich aber nicht. Ja. Ja. Aber Tess, die ist wirklich, wow, die ist so schön einfach. Boah, das ist so krass. Und ich finde es halt auch, also ich finde es halt auch total heilsam, eben zu sehen, dass so Leute sich sowas trauen, weil ich habe, die liebe Froschi hat von mir, wir waren zusammen an See und sie hat so ein wunderschönes Foto von mir im Badeanzug gemacht. Aber da sieht man halt auch meinen Körper. Und ich glaube, ich möchte das jetzt nach diesem Stream posten. Weil ich habe mich da, ich glaube, ich möchte mich das nach dem Stream trauen, das Bild zu posten. Oh mein Gott, ich hab da Bock drauf. Oh mein Gott.
Vielleicht gibst du mir sogar die Freigabe, es zu reposten. Also hey, ja, als Story. Voll, weil, voll. Ganz ehrlich. Wenn ich es poste, dann ist es auf jeden Fall auch free to all, aber manchmal muss ich mich dafür so ein bisschen überwinden, so, ne? Und das ist voll das schöne Foto, so, wo ich im Sonnenuntergang einfach so durchs Wasser laufe und ich habe halt meinen Badeanzug an. So. Ey, voll cool. Egal, dass du gerade durch diesen Stream diese Kraft. Oh. Ja, aber sowas. Deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass wir halt drüber sprechen, irgendwie über dieses Thema, weil ich glaube, das macht halt schon viel mit Menschen und auch das, wie gesagt, zu normalisieren und auch diesen Platz einzufordern, so. Und auch zu sagen, so, yo, mir ist bewusst, dass manche Leute einfach Arschlöcher sind und da vielleicht Scheiße kommentieren, aber ich mache das für mich so, weil ich mich auf dem Bild schön finde, weil ich das Bild schön finde und ja, möchte ich machen. Ich habe übrigens gelogen, die Leute könnten meinen Arm kennen, wenn sie mein Instagram kennen. Ich halte es mal in die Kamera. Ich habe ein Bild davon gepostet. Oh. Ja, so sieht mein Arm aus. Ja, aber auch cool, dass du es gepostet hast. Ja, aber auch mit einem Riesentext drunter, ne? Ja. So, was das für mich bedeutet und genau. Und tatsächlich habe ich am Montag einen Termin bei einer Chirurgie und da geht es eventuell darum, dass diese Arme gestrafft werden. Und einer meiner größten Träume ist tatsächlich im Sommer ohne eine Jacke rumlaufen zu können. Ja. Das ist total banal halt, so, ne, wenn man darüber nachdenkt, ja, so, aber ja. Aber das ist halt das Ding. Also ich finde auch, dass wenn man halt körperlich mit sich nicht zufrieden ist, dann kann man auch was machen, so. Aber es ist trotzdem, bist du nicht weniger wert, wenn du jetzt dünnere Arme hast oder so. Und das finde ich halt unfassbar wichtig. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, ich würde mir eigentlich super gerne die Nase machen lassen oder so, also Thema Schönheits-OPs, das führt jetzt, wir kommen jetzt von einem Thema ins nächste, ja, und das sind alles riesige, komplexe Themen. Ja, ja. Aber so, wenn du wirklich, wirklich unzufrieden bist und du sagst, okay, das würde mich glücklicher machen, das und das zu machen, dann bin ich auch voll dafür, mach das so. Ja. Aber denk nicht, dass du erst was wert bist oder dass du erst ein schöner Mensch bist, wenn das passiert so. Ja. Weil das ist dann halt was eher für dein Gefühl, dass du dich deinem inneren Bild gegenüber realer fühlst, ne? Weil ich sage auch immer so, manchmal habe ich diese Trigger-Momente, weil ich ansonsten so mein Körper, ich bin komplett, gehe ich so blind durch die Welt. So, ich fühle mich wohl in meinem Körper, mir geht's gut. Und es sind eher so Momente, dass wenn mir eben das Außen spiegelt oder wenn ich halt manchmal Fotos sehe von mir und Freunden und dann sehe, oh, ich bin doppelt so viel, dass ich dann manchmal so dieses ja, das kenne ich auch. Diesen, oh, okay, boah, du nimmst da ganz schön viel Platz ein. So, das ist dann so dieser Vergleich. Und das ist überhaupt nicht, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und überhaupt nicht, was irgendjemand in diesem Moment gedacht hat. Das ist mein toxischer, automatischer Gedanke dafür, so, uff, das ist aber nicht angebracht hier. Das ist aber nicht hier, nee. So mein innerer Dieter, keine Ahnung. Es ist aber total schön, dass du das sagst, denn ich kann das total nachvollziehen, ne? Dann siehst du Fotos und du bist immer die größte Person auf dem Foto und dann denkst du dir, okay, kacke, und ich bin da gerade irgendwie so ein Fremdkörper auf dem Foto, ne? Mhm. Aber es gibt auch Tage, wo man sich denkt, okay, es ist einfach ein sehr schönes Foto, ne? Es ist wirklich auch abhängig von der Tagesform und deswegen. Toll. Aber auch so wichtig, das zu sagen. Ich glaube, viele Dinge, die du sagst oder die wir sagen, können anderen gerade helfen, weil sie sich diese Sachen vielleicht auch immer durch ihren Kopf rufen und denken, sie sind damit alleine. Aber ja, ihr seht, ihr seid nicht alleine. Diese Gedanken haben wir irgendwie alle, ne? Und nee. Ach, schön. Und trotz dieser Gedanken kann man awesome Shit machen und kann sichtbar sein, so. Ja. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dafür, dass ich halt in der Öffentlichkeit stehe, also ich meine, klar, ich bin jetzt nicht riesengroß von der Reichweite her, aber ich muss auch sagen, vielleicht habe ich da auch einfach die richtige Community bisher gehabt, aber ich habe bisher tatsächlich wenig Hate bekommen. Ich habe oft Angst irgendwie vor Scheißkommentaren bezüglich meines Äußeren, aber ich habe, so vergleichsmäßig ist es weniger, als ich gedacht habe. So. Ja. Und du hattest ja gesagt, du hast dir das einfach zurecht geblockt. So, der Anfang war hart, aber jetzt hast du ja auch eine richtig awesome Community, ja, die halt auch richtig lieb und wholesome ist. Und das ist ja auch das, was man dann quasi sich erarbeitet dann irgendwann, nämlich Leute, die einfach wholesome sind und die einem den Glauben in die Menschheit zurückgeben. Ja. Sodass es da draußen halt auch Menschen gibt, die sich dafür interessieren, wie es anderen geht und die nicht wie Scheiße behandeln wollen. So. Und ich meine, wir alle können in vielen, vielen Punkten lernen und haben bestimmt Sachen, wo wir so noch an uns arbeiten können. Also gerade bei eben Äußerlichkeiten oder bei Oberflächlichkeiten oder sei es jetzt zum Thema Sexismus oder Ableismus oder Rassismus, da haben wir alle bestimmt noch, sag ich mal, Sachen, wo wir nicht so ganz auf der Höhe sind. Aber einfach dieser Wunsch, Menschen nicht scheiße zu behandeln, ist schon mal ein wichtiger erster Schritt so. Ja. Ja.
Voll, also ich kann es ich kann's einfach nur so unterschreiben, ne? Hm. Also, ja. Ja. Ist nicht, was ich da, also da kann ich gerade nichts mehr hinzufügen. Ja. Chat, habt ihr denn noch irgendwie coole Empfehlungen für dicke Content-Creator oder dicke Menschen in der Öffentlichkeit, so, die man vielleicht jetzt nicht kennt? Also ich denke mal so Lizzo, die Sängerin, kennen vielleicht viele, Beth Ditto, kennen vielleicht auch einige, aber gibt's noch Empfehlungen? Aber ich kann eine Sache noch sagen zu diesem, ich habe mir die Leute zurecht geblockt. Ja. Es kommt auch drauf an, was du machst, ne? Du hast wahrscheinlich die, also in der Autorenbubble sind, glaube ich, viel, viel coolere Personen unterwegs als in der WoW-Bubble. Nicht? Also ich, also WoW anders, ist halt anders. Schon ein sehr toxisches anders. Spiel. Weißt anders du? Fies, ja. Okay. Ja, total. Also da ist es vielleicht jetzt nicht so Äußerlichkeiten, aber so, ich sag mal, in der Buchbranche gibt es auch genug Scheißmenschen. Ja, gut. So. Aber wahrscheinlich nicht so viele kleine, man denkt immer, es sind so kleine aggressive Jungs, aber es sind gar nicht immer kleine aggressive Jungs, aber es sind schon viele kleine aggressive kompetitive, Jungs. Kompetitive Games sind ein Nährboden für antisoziale Wichser. Also keine Ahnung. Spiele, ja. In denen andere sich darüber definieren, dass sie mehr Leute abknallen können als du oder einen Boss schneller töten können als du, die bieten ja schon mal Nährboden dafür einfach, dass Leute vielleicht einfach irgendwie ein bisschen anders drauf sind. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass Spiele, kompetitive Spiele schwieriger sind, was so Content Creation angeht. Ob das jetzt Valorant ist, ob das Counter-Strike ist, ob das World of Warcraft ist. League of Legends sind wohl auch richtig, richtig viele fiese Menschen unterwegs. League of Legends ist wild. Und Valorant, ich hab's zum Glück nie gespielt. Da wurde mir halt auch schon oft gesagt, ja, so wie viel, also da kommt dann immer dieses, wie viel wiegst du, oh, bestimmt bist du fett, geh in die Küche zurück, ja. So. Aber es sind wirklich diese Spiele teilweise so. Also wenn ich zum Beispiel Musik mache. Riot einfach, Riot kaum. Games, es ja. Tut mir leid, aber. Digga, was ist los mit eurer Community? Dead by Daylight war früher ganz schlimm. Bei Dead by Daylight gibt es ja. Eine Streamerin, die auch immer noch streamt. Ja. Oh. Ich werde dir nachher mal den Namen schreiben und will wissen, ob du die Erfahrung auch gemacht hast. Diese Streamerin war früher sehr, sehr klein in dieser Sparte und ich hatte in der Zeit auch nicht so mega viele Zuschauer, aber es waren schon mehr als bei ihr. Und sie kam immer bei mir rein und hat mich einfach beleidigt mit ihrer Community. Und die ist inzwischen Twitch-Partnerin, wo ich mir heute denke... Ja gut, ne, brauchst ja 75 durchschnittliche, ne, dann kriegst du ja deinen Status, aber was what the fuck. Was für ein Schmutz. Aber da gibt's ja leider, also da sind wir wieder auf Twitch, es gibt ja auch Leute, die auf Twitch einfach nur Content daraus machen, andere zu mobben oder herablassend auf andere zu reacten. Ja. Die auch irgendwie da unbehelligt weiter streamen. Ja. Aber noch ein positives Beispiel von Tandarock, Lina Norms, eine britische YouTuberin, die viel zu Büchern und nachhaltiger Fashion macht, die ich total liebe. Oh, sie sieht richtig, ich habe direkt mal abonniert. Vielen Dank für den Tipp auch. Hier, zack. Sehr cool. Immer rein mit den Empfehlungen. Beb Welters, eine Niederländerin in der Mittelalterszene. Let me google that. Ich glaube, das größte Problem ist unser eigenes Selbstbild. Nehmen wir Tina und ihre Angst wegen der Bühne. Sie ist völlig unbegründet. Die Menschen lieben sie so, wie sie ist. Trotzdem wird ihr Kopf immer was anderes sagen. Ja, das, also das wird wahrscheinlich auch für immer drin bleiben. Ne? Also egal, wie viel Selbstbewusstsein man sich dann antrainiert, aber die Zweifel werden immer da sein. Und die wenn Prägung es nur in, ist einfach da. Ja, ne, das ist wirklich Prägung. Ne, das ist wirklich das Wort. Ja, kannst du das mal erklären, Prägung? Oder ist das zu krass gerade? Nee, ist nicht zu krass. Ich kann es nämlich nicht erklären. Ich weiß aber, muss nur die richtigen Worte finden. Aber das Ding ist, wir haben ja quasi, also es gibt bei uns Psychologen den Spruch, niemand übersteht seine Kindheit unbeschadet. Und es ist so. Und wir nehmen halt Glaubenssätze mit, wir nehmen Muster mit und wir nehmen Erfahrungen mit. Und das Problem ist halt, dass je öfter du Erfahrungen machst, die halt diese Erfahrung bestätigen, desto tiefer graben sie die sich ein. Man kann sich das so vorstellen wie so Wege. Und je öfter dieser Weg entlang gelaufen wird, je öfter dieser Weg ausgetrampelt wird, desto stärker ist er halt. Und selbst wenn da Gras drüber wächst, wird dadurch, dass dieser Boden einfach platt getrampelt wird, an manchen Stellen nicht mehr so viel wachsen wie an anderen Stellen. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und natürlich gibt es Wege, sag ich mal, die sind nicht so tief eingelatscht, sag ich mal. Da ist es, der kann sich wieder erholen. Aber es gibt halt Wege in unserer Vergangenheit, die werden halt nie ganz so grün sein wie die nicht begangenen Wege so.
Und das ist halt, ich glaube halt so gerade, also zumindest bei mir ist es auch so, ich glaube, mein Körperbild ist einfach ein Weg, der ist so platt getrampelt worden. Da ist inzwischen schon ein bisschen Gras drüber gewachsen, aber es wird halt nie eine richtige Blumenwiese. Man wird immer sehen, dass es halt so ein kleiner Trampelpfad ist. Und ja, das ist auch okay, ich bin okay damit. Es darf, mein Leben, mein Charakter, mein Leben wird niemals ein komplett wunderschöner Garten sein. Das ist halt einfach dieser innere Perfektionismus. Es gibt keine perfekte Persönlichkeit, es gibt kein perfektes Leben. Und es ist auch okay, dass man diese Trampelpfade hat. Aber egal, was die Welt mir zurückspiegelt, diese Erfahrungen und diese Ängste sind da und die werden mich mein Leben lang begleiten. Und das ist auch okay, weil ich heute besser damit umgehen kann als früher. So, und es gibt andere Trampelpfade, andere Sachen, die ich von meinen Eltern, von meinem Umfeld mitbekommen habe, die auch wehtun, sage ich mal, und die absolut nichts mit meinem Äußerlichen zu tun haben. Und ich habe wundervolle Freunde, die mir alle Liebe der Welt schenken und trotzdem können die das alles nicht ungeschehen machen, was passiert ist. Und das ist, möchte ich teilweise auch gar nicht, weil es auch das ist, was mich, man sagt es immer so blöd, ja, das macht dich zu dem Menschen, der du bist, aber es ist halt auch was Wahres dran, weil ich bestimmt nicht so sensibel und mitfühlend wäre, wenn das nicht passiert wäre. So, und ja, ich hätte es lieber nicht mitbekommen, aber trotzdem hat es mir auch ein Stück weit geholfen. Teile davon. Nicht alles, manches war einfach nur scheiße, aber anderes hat geholfen oder hat mir geholfen, der Mensch zu werden, der ich bin. So, mit meinen Trampelfahrten und Blumenwiesen und Bäumchen und ja. Das hast du richtig schön gesagt. Boah, das geht richtig tief gerade. Doch, das ist ein wirklich wunderschönes Sinnbild. Und das hat Voa auch gerade geschrieben. Was für eine gute Erklärung gerade mit den Faden und Gras, so bildlich. Also, ja. Danke, boah, da kann man sich echt viel von mitnehmen. Das ist meine Stärke auch in der psychologischen Beratung. Das sagt mir meine Therapeutin auch immer wieder. Und die Klienten, die ich selber berate, sagen mir immer, oh, Sie haben so schöne Bilder, Frau Babsi. Und ich so, ja, ich bin Narratorin. Also ganz ehrlich, alleine nach dem Spruch jetzt, ne? Ich brauche so eine Beratung. Shut up, take my money. Nein, also wirklich, ich finde das auch gerade so wertvoll und das gibt mir auch gerade ganz viel einfach, ne? Und auch gerade diese Bilder, ne? Das spielt sich alles im Kopf gerade ab. Mhm. Und du hast einfach unfassbar sehr recht. Also, boah, krass. Ja, danke schön. Aber wie gesagt, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen matschig ist, der Boden, wir alle denken an Metal-Festivals, auch da wächst irgendwann wieder Gras, egal wie dolle da gepokt und gecircle-pitted wurde. Es geht wieder. Ja, auf mir wurde auch ordentlich gecircle-pitted, das kann ich sagen. Ja, das klingt auch irgendwie ein bisschen kinky. Also, auf mir wurde gecircle-pitted. Aber danach wurde neuer Samen gesät. Ne? Also, und der. Und das fällt, der keimt gerade. Nee, oh no. Ah, ne? No. Zwischendurch muss man mal beischneiden. Okay, lass mal, ne? Ja, nee, oh, okay. Hast was angefangen? Da fallen noch ganz viele komische Metaphern ein. Aber da gibt es bestimmt viele Sinnbilder. Aber es ist halt so, es gibt halt Sachen, die man sein Leben lang mit sich rumtragen wird und die auch eine Psychotherapie nicht komplett heilen wird. Man kann mit vielen Dingen einfach nur lernen, umzugehen. Und an manchen Tagen kann man besser damit umgehen. Und man hat seine ganzen Methoden, die da funktionieren. Und an manchen Tagen wird es dir scheiße gehen, egal wie weit und wie weise du bist und wie viele Freunde du hast und wie viel Geld du hast. Und ja, gießt euch selber, damit da was wachsen kann, weil wenn ihr euch nicht gießt, dann wird's schwierig. Und das ist halt, glaube ich, das Ding, man muss sich nicht selber lieben, das finde ich immer so übertrieben. Aber man sollte gut zu sich sein und man sollte nicht härter zu sich sein als zu seinen Freunden oder so. Ne? Die Welt ist hart genug, sei nicht auch noch scheiße zu dir selber. Und punkto selber gießen ist ja auch einfach ein gutes Ding, weil du selber kannst am besten einschätzen, wie viel du brauchst. Und manchmal kommen andere und wollen gießen, aber dann übergießen sie oder es ist zu wenig. Mhm. Und du selber weißt einfach eigentlich am besten, was du brauchst. Und deswegen ist auch das wieder ein schönes Bild jetzt. Ne? Also krass. Wir sind alle Blumen. Ein Blümchen. am Ende kann man, also ich kann einfach auch nochmal sagen, dicke Menschen in der Öffentlichkeit, wer von denen macht keine Comedy? Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, so Richtung Ende da nochmal drauf klarzukommen. Egal wie viel ich finde, und es gibt diese paar Influencer, aber es gibt
kaum Menschen, die so groß sind, die so plus size sind, die einfach ernste Rollen bekleiden in irgendwelchen Stücken. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Denn die Welt wird immer bunter, die wird immer größer, die wird immer kleiner. Es gibt jede Farbe, jede Größe. Und ich hoffe einfach sehr, dass man gesellschaftlich daran arbeiten kann, dass Leute aufgrund ihres Aussehens nicht in eine Schiene gesteckt werden, in eine Rolle gedrängt werden, dass dicke Frauen nicht immer nur die bösen Schwiegermütter spielen dürfen, irgendwelche bösen Hexen, irgendwelche lustigen Kumpelfreundinnen, sondern ich hoffe einfach, dass das sich normalisiert. Ich habe da auch große Hoffnung, weil wenn man mal überlegt, wie schön SchauspielerInnen früher waren im Vergleich zu heute, es werden ja heute viel, viel mehr Menschen genommen, die nach Schönheitsideal eher casual aussehen. Und deswegen ist meine Hoffnung tatsächlich groß, dass dicke Leute mehr integriert werden. Ne? Voll. Und es gibt ja inzwischen auch viele Erzählungen. Also zum Beispiel Dumplin, das Buch und der Film, ist total schön. Da geht es halt ums Dicksein. Aber ich hoffe halt auch, dass dann diese Leute vielleicht dann auch mal in Rollen gecastet werden, die halt nichts damit zu tun haben. Eben so dicke Heldinnen oder behinderte Heldinnen, ja, oder Helden mit Narben, die einfach eine Rolle haben und es spielt keine Rolle, wie sie aussehen, weil es nicht Teil der Geschichte ist. Es ist einfach nur ein Aspekt dieser Persönlichkeit und das fände ich total schön. Aber ich habe auch bemerkt, dass halt schon, ich meine, es wird Wert gelegt auf Diversität und es gibt Sachen, wo das schon besser läuft und wo es noch nicht so gut läuft. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass wir da einfach auch, indem wir halt unser eigenes Konsumverhalten auch hinterfragen, vielleicht auch dazu beitragen können. Ja. Ja. Indem wir auch dicken CreatorInnen folgen und nicht sagen, guck mal, die ist fett und bla. Und unsere eigenen automatischen Gedanken, unsere gesellschaftlich anerzogenen Gedanken und Impulse hinterfragen. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein bisschen nachgedacht, ne? So diese typischen Beispiele wie Adele oder Rebel Wilson und wie sie alle heißen. Und das sind ja schon mal nicht viele, ne? Also wenn man mal überlegt, wie viele Prominente es gibt und dass man so lange darüber nachdenken muss überhaupt, ne? Bis man sowas findet. Das ist ja schon sehr, sehr traurig. Und ich habe jetzt mal überlegt, so was waren die letzten Erscheinungen, die ich dann so gesehen habe, wo dicke Personen vorgekommen sind. Und ich drehe mich immer wieder im Kreis. Kennt ihr den Winx Club? Da gibt es doch diese Netflix oder ist Netflix die oder Amazon? Die Serie von Winx Club habe ich nicht gesehen. Ich musste gerade an Rentierbaby denken, wo halt auch die dicke Frau wieder so die creepy Stalker-Tante ist. So. Okay, creepy Stalker, ja toll. Ja, ganz krass. Bei Winx Club ist die dicke Fee, die hier kräuterkundemäßig so und wieder sehr, sehr lieb, aber auch ein bisschen blöd. Also es ist wirklich ein Dussel, die auch am Ende irgendwie Fehler macht und wird dann von den anderen dafür irgendwie blöd angegangen und so. Und das ist natürlich mal wieder die Dicke gewesen. Und dann dachte ich mir, komm, du hast jetzt eine Serie, wo es um Mädels geht, so Feen und mach doch einfach mal eine starke Fee aus dieser dicken Person. Warum muss das denn jetzt schon wieder ein Otto sein, ne? Und das ist wirklich auch der Moment, wo ich gesagt habe, komm. Dicke Elfen, ich weiß, für viele ist es so aber so dicke Fantasy-Charaktere sind meistens nur Zwerge und das ist okay. So, da gibt es dann bärtige Frauen und dicke Frauen, aber ja. Es gibt so geile Cosplayer, es gibt wunderschöne Cosplayer, wunderschöne dicke Cosplayer, wo ich mir denke so, ja, bitte. Ja, aber dann hast du die Community, die sagt, du bist zu fett, um das zu cosplayen, das habe ich auch schon mitbekommen. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mit Cosplay nie mehr beschäftigen wollte, weil ich immer gesehen habe, dass dicke Frauen wirklich dafür blöd angemacht werden. Ich habe so ein geiles Sailor Moon Cosplay gesehen von einer dicken Frau und die Kommentare darunter. Welche Mächte willst du denn mit deiner Größe bekämpfen? Und Junge! Ja. Das ist Handwerk, das ist Kunst, das ist Schauspiel, was sie da machen. Würdige das oder geh weg! Aber lass sie doch in Ruhe! So. Hä? Das ist ganz schlimm, ne? Als dicke Frau darfst du nur das und das cosplayen. Du kannst ja ein Stitch-Cosplay machen. Hä, what? So. Voll. Das ist ja auch bei Hautfarben ganz oft das Thema so, hä? Die Person ist doch gar nicht schwarz. Oh, Junge, ja, die Person ist auch fiktional, Digga. Ja, ja. Die gibt es im echten Leben nicht. So, es tut mir leid für dich und deine Fantasie, aber das ist ein Kostüm. Ja.
Oh, hier steht irgendwas von Fatsuits, ne? Ja, dünne Schauspieler in Fatsuits. Ach, ja. Liebe ich auch. Aber ich habe hier noch eine Frage, mal so im Speziellen auf Content Creation Instagram. Wie habt ihr die Überwindung geschafft, euch auch online zu posten? Ich schreibe und Social Media ist fürs Kriegen einer Leserschaft ja unumgänglich, aber es fühlt sich so schwierig an, nicht das Gefühl zu kriegen, sich fehl am Platz zu fühlen neben all den enorm schönen AutorInnen. Ich habe ganz lange wirklich einfach nur hier, ab hier gepostet tatsächlich, weil ich mich damit wohlgefühlt habe. Ich habe halt diesen Winkel von oben, das ist halt nicht, dass man nicht auf den ersten Blick sieht, dass ich dick ausschaue, genau. Und dann war es halt auch viel mit Zuspruch von Freundinnen und einfach so sich rantasten auch. Okay, womit fühle ich mich wohl? Und dann zu gucken, ja, also auch so eher ein bisschen Zeit. So ein bisschen Zeit, sich rantasten und dann auch mal mutig sein und dann auch die schönen Kommentare dazu genießen und bewusst genießen, wenn dann mal positive Kommentare kommen. Ja. Weil gerade bei Autorinnen, es ist das Buch, was zählt. Es ist so, jeder, der das Aussehen da kommentieren würde, hat nichts verstanden. Ja. Und es gibt so viele erfolgreiche, dicke Autorinnen, also Cassandra Clare zum Beispiel. Gut, erfolgreich ist relativ, aber ja, trotzdem. Also. Ja. Und das ist voll okay. Und gerade die Bücherbubble ist, glaube ich, eigentlich auch, was so Äußerlichkeiten betrifft, eigentlich recht nett. Denen ist wichtiger, dass das Buch schön in Szene gesetzt ist und nicht, wie die Person dahinter aussieht, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Das kann ich von anderen Branchen nicht sagen, aber ich glaube, bei der Buchbubble ist es jetzt, die ist jetzt, glaube ich, nicht so gemein, was das angeht. Und wenn du merkst, dass die gemein sind, dann tag mich, dann komme ich und dann schlage ich die alle mit meinen Brüsten, K.O. Ja, das ist geil, das habe ich im RP gestern gebracht zu irgendjemandem. Der irgendwas mit Brüsten, habe ich gesagt, ja, ich kann nicht mit den Dingen auch erwürgen, Junge und so. Das ist so geil. Totschlagargumente nennt man das dann auch. Ja. bei mir war, also wenn ich jetzt mal überlege, bei mir, also in der Musikbranche ist es halt ein bisschen anders. Also Sex zählt, Aussehen zählt, das ist einfach ein Thema. Leute, die besser aussehen, haben es einfacher. Pretty Privilege ist real. Es gibt Bands, die, also ich nenne jetzt keine Namen und so, aber es gibt Bands, wo die Musik technisch sehr viel schlechter ist und wo man sich auch manchmal fragt, okay, vielleicht gehen wir nochmal in einen Gesangsunterricht drin rein und so, ne? Was man denen natürlich auch nicht sagt, weil das deren Sache ist, ne? Finde ich auch ganz schlimm, ne? Auch andere Sänger und so kritisieren, ne? Aber es gibt viele, die, wo du einfach siehst, woran gerade der Erfolg liegt. Also das ist traurig und das sind natürlich auch immer nur Vermutungen, aber man kann schon teilweise davon ausgehen. Bei mir war halt immer das Gute, ich habe schon relativ früh mit 16 oder so angefangen, zu versuchen, mich selber zu lieben. Und meine Optik auch zu akzeptieren und was draus zu machen und immer wieder Fotoshootings zum Beispiel forciert. Also ich habe sehr, sehr häufig Fotoshootings mitgemacht und immer wieder gesehen, dass, egal wie ich gerade aussehe, man mich echt auf eine schöne Art und Weise festhalten kann. Und Fotos sind dafür ein echt gutes Ding, um Selbstliebe zu trainieren. Lasst euch professionell fotografieren und guckt euch die Ergebnisse an und schaut euch an. Schaut in den Spiegel, stellt euch in eine schöne Position, macht euch bewusst, dass auch schlanke Personen, wenn sie sitzen, vielleicht Rötchen haben und so. Man muss da einfach mit irgendwann klarkommen. Dann gab es aber auch eine Phase, wo ich auch gerade an meinem Lipödem operiert wurde, wo ich zum Beispiel auch nur noch bis hier gepostet habe. Und vorher sah ich schlimmer aus und habe vorher aber mehr von mir gepostet. Aber das war dann irgendwie wieder so ein Selbstbildproblem, ne? Dann habe ich auch eine Zeit lang nur bis hier gepostet und irgendwann fing das dann an, dass ich gesagt habe, ach, wisst ihr was? Bei Twitch konnte ich mich verstecken, auf der Bühne kann ich es jetzt nicht mehr. Man sieht mich sowieso. Warum keine Ganzkörperfotos posten? Ja. Das fing dann irgendwann an, ne? Und wenn man sich nicht zeigen möchte, dann gibt es trotzdem eine Möglichkeit, sich eine Community aufzubauen oder sich Social Media aufzubauen. Also es gibt erstens VTuber, dann gibt es tatsächlich auch viele erfolgreiche AutorInnen und Leute, die sich gar nicht zeigen. Also es gibt ja auch Streamende, die nach wie vor wenig bis gar keine Facecam benutzen. Zum Beispiel Sema Positiv fällt mir da ein. Das ist auch eine wundervolle, total tolle Persönlichkeit und auf Social Media teilt, also auf Instagram teilt sie auch ein bisschen Stories und sagt auch, dass sie da manchmal mit ihrem Gewicht struggelt. Aber so, die hat auch keine Facecam und nichts und das läuft trotzdem so. Es dauert dann manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber das wird es halt
kann halt so oder so passieren, dass es länger dauert, weil ja, schönen Menschen folgt man vielleicht eher, aber letzten Endes bleiben die Leute ja nicht nur, weil du hübsch aussiehst, weil der Content muss überzeugen und dann werden sie vielleicht eine Weile folgen, wenn du hübsch bist, aber ja. Wobei jetzt kommt, nicht for the right reasons, maybe, oder? Aber jetzt kommt eine böse Meinung, die vielleicht auch negativ aufgefasst werden kann. Ist schwierig. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich damit richtig liege, aber ich glaube, dass viele dicke Content-Creatorinnen sich nicht zeigen, einfach aus diesem Grund, dass sie dann am Ende nicht so viele ZuschauerInnen hätten. Ich glaube... Könnte sein. Oder aus Angst halt vor dem Hate, der vielleicht dann vermutet genau, wird. Genau. Angst vor dem Hate und es gibt auch viele, wo man sieht, dass sie vielleicht nicht so norm sind und sich so fotografieren, wie du es zum Beispiel eben genannt hast, und wirklich nur ganz, ganz wenig Fotos von sich zeigen, auch teilweise sehr stark bearbeitet und damit ein Bild schaffen, was andere täuschen könnte, wobei ich Täuschung immer schwierig finde, weil wovon willst du ausgehen? Was ist deine Erwartung an die Person? Du hast gar nicht von der Person irgendwas zu erwarten. Aber in die Richtung wird auch viel gemacht, meiner Meinung nach, auf Twitch. Und ich finde auch VTuber, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, teilweise auch ein bisschen gefährlich, weil parasoziale Beziehungen ja auch ein Ding sind und das passiert ganz schnell und geht schnell in die falsche Richtung, wenn Leute immer nur so ganz wenig Einblicke von sich geben und damit vielleicht ein Bild kreieren, was am Ende gar nicht stimmt. Und am Ende muss man sich dann fragen, ist es wirklich nur eine Kunstperson, der ich da gerade folge, oder ein echter Mensch? Und deswegen finde ich ich persönlich zum Beispiel viel schöner und realistischer, wenn Leute sich zeigen. Oder wenn sie sich nicht zeigen, sie dann nicht unrealistische Bilder von sich erschaffen. Also weißt du, was ich meine? Es ist halt ein schwieriges Thema und so. Und ich respektiere auch jeden, der sich nicht zeigen will, aber vor sowas habe ich immer ein bisschen Sorge. Vor unechten Menschen. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Nee, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich denke, es gibt halt sehr, sehr viele individuelle Gründe, die dafür sprechen, aber es gibt auch genauso viele Gründe, die man daran halt kritisieren kann. Also viele VTuber sind ja auch extrem sexualisiert so. Oh ja. Und spielen ja damit. Und das ist ja auch wieder was, wo man drüber reden kann. Aber letztendlich will ich damit sagen, dass Hater werden einen Grund finden, um dich zu haten. Und die werden dann gezielt auf dein Aussehen gehen, weil sie davon ausgehen, oh, das geht, ne? Weil Aussehen bewerten geht halt uns allen irgendwie nahe. Ja. Und sich diesen Mechanismus auch einfach bewusst zu machen, dass diese Person keine Macht über dich hat. So, das ist ein random Otto aus dem Internet, der dich irgendwie treffen und beleidigen will. Und in den meisten Fällen sind es nicht mal die Leute, die sich mit dir auseinandergesetzt haben, sondern es sind einfach irgendwelche Hater, die gerade irgendwie Frust haben oder denen es nicht passt, dass du gerade dich zeigst im Internet oder dass du gerade was machst und die machen das vielleicht nicht und sind neidisch oder haben einen schlechten Tag oder sind unzufrieden oder was auch immer und lassen das raus, weil die Leute, die sich mit dir auseinandersetzen, die werden das wahrscheinlich eher nicht machen, weil die werden deinen Content sehen und denken, cool, oder so, ja, ist nicht meins, aber die werden dann nicht beleidigen, so, you know. Die Leute, die dich beleidigen, haben sich meistens nicht mit dir auseinandergesetzt. Punkt. Und Leute, die reinkommen und dich in deinem Space beleidigen, sind ja auch meistens Leute, die einfach selber super unzufrieden sind, weil du kannst mir keinen plausiblen Grund nennen, warum jemand ins Internet einloggt und irgendwo reingeht, um jemanden zu beleidigen. Das macht man ja nicht, wenn man so ein unglaublich geiles Leben hat oder so. Ich habe tatsächlich inzwischen Mitleid mit den Leuten, weil ich mir immer denke so, also Mitleid im Sinne von, ich finde immer noch, es sind Arschlöcher, aber ich denke mir am Ende immer, was bist du denn gerade für ein Armbürstchen? Weil du kommst hier online, entweder ist die Schule scheiße gelaufen oder Arbeit, man weiß es nicht, ne? Aber du kannst doch nicht zufrieden sein. Menschen, die andere abfacken, sind nicht mit sich zufrieden. Nee, du schaust auf dein Leben zurück und denkst dir so, und was hast du heute gemacht? Ich habe Leute im Internet beleidigt. Ja. Cool. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst schön, nicht dass du deine sein. Energie dafür einsetzt. So. Also ganz ehrlich, die Energie, die man dafür reinstecken kann, irgendwie Leute runterzubuttern, da kann man so viel Schönes machen. Man kann Hobbys anfangen, man könnte häkeln lernen, man kann kochen lernen, man kann Leuten Komplimente machen. Wirklich Leute, die dafür ihre Zeit aufwenden, andere im Internet zu beleidigen und runterzubuttern, da habe ich nur einen müden Seufzer dafür und denke mir so, du musst am Ende deines Lebens damit zufrieden sein. Du musst am Ende des Tages in den Spiegel schauen und mit dir leben und denken, jo, war ein guter Tag oder nicht. Und ich bezweifle mal,
dass du vielleicht kurzfristig, vielleicht klopfst du dich mit deiner Assi-Gang irgendwie auf die Schulter und sagst, jetzt haben wir es ja aber gezeigt. Ja, ja. Aber ich glaube, am Ende der Geschichte glaube ich nicht, dass du damit zufrieden bist und dass du stolz drauf bist irgendwann. Nein, ja. Auf keinen Fall. Du musst unzufrieden sein, weil sonst würdest du deinen Hass und alles, was da gerade passiert, nicht irgendwie auf eine andere Person umlenken. Ungefragt, ne? Weil du bist ja auch nicht als Content-Creator niemand, der einem einfach reingespült wird und du kannst vor dem nicht ausweichen. So. Wenn ich jetzt zu einem Menschen hingehe und den immer wieder nerve persönlich, dass ich dann vielleicht irgendwann mal verbal oder vielleicht auch körperlich dann da mit zu rechnen habe, dass er was entgegenkommt, okay. Aber du bist eine Person, wo jeder, der draufklickt, auch direkt wieder aufs X klicken kann. Und du kannst einfach sicher sein, dass wenn so eine Person dich nervt, die hat einfach auch gerade kein schönes Leben. Das macht es nicht besser, aber es ist eine Erklärung für mich. Mhm. Ja. Ja. Oh Mann, ich fühle mich langsam so ein bisschen müde und kaputt geredet, aber wir haben, glaube ich, auch so viele Themen. Wir reden 2,5 Stunden jetzt schon über dieses Thema fast. Ja. Richtig, richtig krass. Ich bin so dankbar einfach für diesen Talk, weil ich finde, das war einfach so wholesome und healing. Und ja, das ist jetzt nochmal die Ermutigung für Chat, auch wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas sagen möchtet, dann haut das gerne in den Chat. Und ich glaube, was meine Quintessenz des Tages ist, so, seid nett zu den Leuten und verschwendet eure Energie nicht darauf, scheiße zu Leuten zu sein. Und wenn es euch selber scheiße geht, dann arbeitet für euch daran und lasst es nicht an anderen aus. Emotionsregulation kann man lernen. Kein Grund, das ins Internet zu tragen. Und fragt euch zweimal, ob ihr Äußerlichkeiten an Menschen kommentieren müsst oder Essverhalten an Menschen kommentieren müsst. Guter Abschluss. Ja. Also bei mir und kommt folgt auf jeden Fall Moon Mermaid und hört euch die Musik von Kupfergold an. Das Lied der Sirene ist mein persönlicher Favorite-Song, aber auch alle anderen sind großartig. Geht auf die Konzerte, kauft euch Karten. Die gehen bald auf Tour. Ja. Da steht übrigens noch, wenn du uns irgendwo besuchen möchtest, sagst du Bescheid, ne? Ja, ich muss noch mal gucken, weil ich glaube, es beißt sich ein bisschen mit einer anderen Veranstaltung, die ich habe. Aber ich gucke mal, ob ich es vielleicht drumherum organisieren kann. Und bei mir auch, ne? Schaut bei der Babsi rein, kauft ihre Bücher. Also wirklich, supportet sie. Ist ein ganz fantastischer Mensch. Wir haben es direkt irgendwie, also wir haben uns nicht gesucht, aber irgendwie gefunden, ne? Und Esther sei Dank und einfach total schön. Und ich habe sehr, sehr lange auf diesen Tag hier mich hingefreut. Und kann mich wirklich nur ausdrücklich bei dir bedanken für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und wirklich, danke für alles. Ich danke dir fürs Anstoßen und Organisieren und danke, liebe Chat, danke, liebe Community, dafür, dass ihr einfach awesome seid und dass ihr die Welt auch ein bisschen besser macht. Ja. Ja, gut, ne? Crazy, crazy. Es kommt keine Frage rein. Ne. Es ist nur Liebe beim Chat. Es ist Obst im Haus. Es ist Obst im Haus. Großartig. Alles, wie es ist. Hoffentlich nicht. Ja. Ja, dann weiß ich nicht. Machst du noch weiter? Weil ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett. Ich werde jetzt tatsächlich noch Roleplay spielen gehen. Ja. Chat. Dann weiß ich doch, wo ich euch jetzt hin, wo ich meine Leute hinschiebe. Oh, lala. Ja, bei mir gibt es jetzt noch Scum-Roleplay. Auch nicht mehr so mega lang, aber ich denke mal, 2 Stündchen mache ich noch. Und ey, vielen Dank. Ja. Du bist ein Schatz. Ich freue mich sehr. Du bist auch ein Schatz. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt noch beim Scum-Spielen. Und danke. Wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt und Vielleicht finden wir irgendwann ja nochmal ein Thema. Ich glaube, das passt ganz gut. Ne? Total. Ja. Danke. Mach's gut, meine Liebe. Ja. Ne? Ciao, ciao. Okay, ciao. Na gut. Ja, ey. Heftig. Ey, wie gut war das denn bitte? Ich bin richtig geflasht. Also, ich dachte, wir unterhalten uns 1,5 Stunden und dann ist gut oder was, ne? Aber wir hatten einen ganz groben Plan und wir konnten so viel erzählen. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr der Babsi allen Follow da lasst. Ist wirklich, wirklich eine sehr, 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 sehr liebe und grandiose Person. Und ich habe sie durch die Esther von den Pulveraffen, also Peggy, kennengelernt.